hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Hinterm Bauwagen endlich wieder von zu Hause aus. Ach, ist das anstrengend, diese Außenaufnahmen, CF. Ist es nicht viel gemütlicher, wenn man hier im heimischen Zuhause sitzt? Da hast du 179 Folgen auf deinem Hintern verbracht. Da musst du einmal raus und beschwerst dich. Ist mir schon zu viel, ist mir schon zu viel. Machen wir nie wieder versprochen. Bist du denn gut nach Hause gekommen? Ja, für mich war es ja easy. Ich muss dich fragen, bist du gut nach Hause gekommen? Ja, für mich war, ich bin zu früh da gewesen. 20 Minuten zu früh. Das hätte nicht passieren dürfen, sagt und der Schaffner. Nee, der Schaffner hat auch das so genervt, als wäre es eine schlechte Nachricht, dass man jetzt da warten muss. Aber für die paar Leute, die vielleicht dann doch in Düsseldorf aussteigen wollen. Achso, ja gut, gewesen. Der fährt ja noch weiter. Natürlich, ja, die nach Köln wollen, denken sicher so, also hier in Düsseldorf. Ja, aber die haben ja auch keinen Nachteil davon. Also am Ende, oder? Naja, aber die denken sich dann, wenn wir jetzt hier aussteigen, vielleicht mit der Regionalwahl, wenn wir vielleicht noch. Naja, egal. Kann sein, dass man das so denkt. Wir sind heute übrigens nicht alleine, ja, was? Ich hab übrigens einen kurzen Weg gehabt, weil ich habe ganz den Peter Lustig gemacht, ich habe im Bauwagen einfach geschlafen, schnell ist ja ein Sport. Entschuldigung. Wie es uns da gefallen hat, können wir gleich gerne noch im Feedback ein bisschen drüber plaudern. Wir sind heute nämlich nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben einen Gasthörer, den haben wir auch schon angesprochen in der letzten Folge. Es ist der Thomas, aber wir dürfen Tommy sagen. Ja, hallo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Mein erster Podcast überhaupt, wo ich mal dabei bin. Ich hoffe, das klappt alles. Das klappt aber schon. Ja, das fühle ich. Das war vor 180 Folgen bei mir genauso. Es war auch dieser Podcast mein erster. Ja, gut. Dann wie bist du auf die Idee gekommen, mal mitzumachen, wenn du sagst, das ist sonst gar nicht so dein Terrain? Was haben wir richtig gemacht, dass du jetzt doch Bock hast? Ja, ich hatte irgendwann mal gehört, ich glaube, das war CF, der gesagt hat, ich mag hier keine Kriechtiere und so ein Zeug. Und dann habe ich gedacht, Schlangen, da gibt es so eine schöne Folge mit Schlangen, die mir auch ganz gut gefiel. Und dann habe ich gedacht, jetzt schlage ich die mal vor. Und dann habe ich gedacht, die haben immer so viele Leute dabei, ja. Da kannst du auch mal mitmachen. Dann melde dich mal einfach, vielleicht kommt man ja auch mal mit da rein und zack. Schon hat das geklappt. Okay, dann möchte ich aber, bevor wir dich zu deiner Verbindung zu Löwenzahn fragen, noch ganz kurz fragen, hast du das jetzt gegen mich oder für mich ausgesucht, weil eine Schlange ja auch sehr viel Kriechzeug ist? Nein, das war für dich, weil man soll sich ja mit den Ängsten konfrontieren, um die zu überwinden. Das, wenn die Gäste mich schon mobben, Julian, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo dieser Podcast noch hingehen soll. Das war kein Mobbing, nein, genau das Gegenteil. Ich habe gedacht, da muss man mal gegen angehen, dass er sich mal nicht immer so ekelt vor Kriechtieren. Ja, damit hast du auch einen absoluten 100-Punkte-Treffer, weil ich habe nämlich ich finde nicht nur Kriechtiere widerlich, sondern ich habe wahnsinnige Angst vor Schlangen. Ja, dann kannst du dich ja mit paar Schulke einreihen. Ja. Tommy, fühlst du dich denn jetzt wohl oder fühlst du dich jetzt selber wie so ein Kaninchen vor der Schlange? Nee, alles gut. Ich fühle mich wohl. Bisher geht's noch. Also. Okay, ja, es ist tatsächlich so, ich hätte jetzt gedacht, wir haben die Folge schon besprochen, weil die ist auch eine, die ich auf jeden Fall auch aus der Kindheit kenne, aber tatsächlich auch eine von denen, die wir hier noch offen haben. Wir haben noch einige Folgen offen, der Podcast ist noch lange nicht zu Ende. Wann hast du das erste Mal Löwenzahn geguckt und wie alt bist du? Oha, also das erste Mal Löwenzahn geguckt als Kind, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahre, ja. Ich weiß das nicht mehr genau. Also wenn ich so drüber nachdenke, Peter Lustig war immer Teil meines Lebens, so wenn man das so sagen will. Ja. Und so wie alt ich bin, das ist ein ganz heikles Thema, ich bin 52. Ja, das ist irgendwann, aber ist das nicht so, dass man dann, wenn man die 50 überschritten hat, dass dann so eine Souveränität, dass man sagt, ach, jetzt auch egal, wie alt ich bin, es ist, weil ich struggle ja schon mit der 40, jetzt mit der 41. Mein Problem hatte ich mit der 30, da hatte ich das Problem. Ja, ich hatte das Problem immer. Ja, ich habe mich im Schrank versteckt und gedacht, die 30 findet mich nicht, aber die haben mich dann doch gefunden. Naja, und dann mit 40 war eigentlich kein Problem. Und dann kam 49, Ding, so ein Mist, nächstes Jahr bist du dann 50. Also irgendwie ist das irgendwann komisch. Kommt so der Moment, also spätestens dann mit der 60, dann ist man einfach nur noch alt, dann wird es gar nicht mehr besser, dann ist es, unterscheiden ja die anderen Menschen auch nicht mehr. Also wenn du nicht mehr zum Supermarkt, sondern zum Arzt gehst, Also ändert sich bei mir ja nichts. CF, hast du ein Problem mit der 40? Naja, ich bin noch nicht so weit. In der Tat kann ich noch bestätigen, mit der 30 ist aber noch so wirklich die Blüte. Also da ist auch so, du kannst noch ein Unternehmen starten, du kannst noch ein Haus kaufen, ist noch alles möglich. Bei der 4 habe ich echt schon ein bisschen Angst, aber jetzt wurde es mir vielleicht ein wenig genommen. Immerhin eine Angst, die mir heute genommen wird, ist die 40. Unser Dean, der wird ja bald 30, ne? Ja, aber der sieht aus wie 40. Ja, genau, das stimmt. Er hört jetzt zum Glück nicht mit.
Nein, wenn mir schon mal eine Angst genommen ist, ist das ja schon mal. Dann werden wir jetzt mal versuchen, dir die Schlangenangst zu nehmen. Ja, und bei dir muss man auch sagen, du bist zwar kein Podcaster, aber du bist Musiker. Und ich dachte ja, wegen der Stimme Sänger, aber du sagst Bassist. Ja, richtig. Wegen den großen Händen. Kann man euch auch bei Spotify hören? Nee, so eigentlich nicht. Man kann uns eigentlich ganz schwierig hören. Bei YouTube gibt es einen Kanal von unserer Band. Der heißt so wie die Band, darf ich das schon sagen oder kommen wir da später? Die Band heißt Time Traveler, so wie Zeitreisende. Der Kanal auch irgendwie, ja, der heißt auch so. Nur da gibt es 3 oder 4 Videos erst. Ich hatte das früher auf meinem privaten Kanal. Wir haben das jetzt ausgelagert, weil wir vor 3, 4 Wochen haben wir ein Musikvideo gedreht. Das ist jetzt noch nicht fertig, ist noch in Arbeit, aber damit wir das dann nicht wieder auf meinem Kanal veröffentlichen müssen, sondern dass wir meinen eigenen Bandkanal haben, weil auch viele Leute eben fragen, kann man das denn mal irgendwo hören und so. Ja, und du hast auch einen eigenen Kanal, der heißt Double T Bassman, wo du sogar ein Löwenzahn-Video gerade hochgeladen hast. Richtig, ich hatte den Kanal ursprünglich, wie gesagt, für die Musik. Und dann habe ich auch ab und zu mal so ein Blödsinnsvideos hochgeladen. Und dann, ich habe ja noch ein zweites Hobby, das ist Gartenkram, hier Chili-Zucht und Tomatenzucht und so weiter. Da habe ich übrigens eine Menge Videos da drauf, über das Thema. Ja, und dann habe ich, darum auch der Name, Double T Bassman, weil Bass, Bassist, ne, daher kommt der Name. Ja, und dann habe ich, wo ihr diesen Modbricks-Bauwagen gemastelt habt, habe ich gedacht, den gab es ja nicht, sonst hätte ich mir den bestellt. Ich ist ausverkauft. Ja, immer noch. Da gab es noch so einen Billigbauwagen, aber der war nur richtig kacke. Ja, ja. Dann habe ich gedacht, okay, ich baue mal den von diesem Bastelbogen zusammen. Und ja, dann habe ich gedacht, dann mache ich direkt ein Video davon, habe ich mir gedacht. Weil da wurde irgendwie noch nie so wirklich drüber gesprochen. Und jetzt habe ich versucht, natürlich das Video noch dann fertig zu kriegen, also dass man das auch ansprechen kann im Podcast, damit man sich das mal angucken kann. Es war also schwieriger, als ich gedacht habe. Aber man sieht das auch im Video. Meine Schimpftiraden habe ich rausgeschnitten. Also, aber das ist für uns eine gute Aufbauanleitung. Wir werden das ja sicherlich auch nochmal aufbauen. Wir verlinken deine beiden Kanäle bei uns in den Kanaltipps auf dem YouTube-Kanal. Ja. Gucken wir uns mal an, was du für eine Folge mitgebracht hast. Hier es wird ja auf jeden Fall viel gekrochen in dieser Folge. Das ist eine Top-Folge, muss ich sagen. Ich finde die sehr gut. Ja, außer für Freunde von Mäusen. Die kommen hier nicht so gut weg. Ja, doch, eigentlich schon, weil sehen wir ja. Ja gut, okay. Eigentlich kommen die ja doch gut weg. Gehen wir das mal durch. Peter sagt auf jeden Fall am Anfang, heute habe ich eine Schlange im Bett. Und das ist ja nichts Neues. Ach Julian, immer deine Zweideutigkeiten bei Peter. Also du hättest damals die YouTube-Kacke auf ja, ich hätte das Großzeuge von Heavy Metal Nerd. Hätte ich gewusst, wie das geht, damals hätte ich das auch gemacht. Ah. Jetzt muss ich gleich reingrätschen. Gerne. Ha, wir haben nämlich den Pressetext vergessen. So Julian, da bist du nach 180 Folgen raus, oder wie? Stimmt, die habe ich mir gar nicht rausgesucht. Ich habe mir den ausgedruckt und habe extra jeden Satz, den ich vorlesen muss, hier noch fett unterstrichen. Finden wir gar nicht gut, wenn der Gast reingrätscht, nicht sehr? Nein, wir haben ihm vorher gesagt, er soll auf jeden Fall reingrätschen. Das ist das gute alte, ich glaube, so hat Raab 10 Jahre lang seine Warm-ups gemacht. Er hat immer einen Gag am Anfang gesagt und hat gesagt, ja, der ist verbrannt, den machen wir nicht nochmal. Und hat ihn in der Sendung gebracht und alle lachen nicht, weil der Gag lustig war, sondern weil, der hat er den jetzt nochmal gebracht. Das hat er doch im Warm-up gesagt, macht er nicht. Der hat ja auch immer das 1:1. Wann immer, ich war ein paar Mal da, nicht oft, 7, 8 Mal oder so, und das war immer das gleiche Warm-up. Ja. Definitiv. Genau, der Gast muss ja anfangen im Pressetext. Ich wollte gerade sagen, woher weißt du denn, welche deine Texte sind? Aber nein, da bin ich jetzt total raus. Du musst ja anfangen. Ja, soll ich dann oder willst du danach? Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch was dazu sagen. Und zwar, nach dem Doppelpunkt ist auch der Satz zu Ende. Okay. Nee. Also Doppelpunkt, was? Danach geht's weiter. Ja, aber das macht doch jetzt eine ganze... Also dein letztes Wort. Das macht meine Planung. Meine Planung ist dann völlig im Eimer. Ja, wir können dann auch eine Ausnahme machen. Ja, gut, dann machen wir. Dann los. Ich kann auch den ganzen Pressetext vorlesen. Lies einfach so. Ja, okay, einverstanden. Sehen wir an. Alles klar. Sehr gerne. Du kannst alles so betonen, wie du möchtest. Ja, ich hoffe, ich habe den richtigen hier. Ich habe inzwischen gelernt, je älter ich werde, wenn Leute etwas anbieten, auch wenn ich ein unangenehmes Gefühl dabei habe, wenn sie es doch anbieten, dann können sie es ja auch machen. Also dann. Hier kommt der Pressetext von Tommy, auch bekannt als T. Bassman. Double T Bassman. Genau.
Vielen Dank, es geht los. Also, Peter hat eine neue Freundin, Samantha, einen Königspython. Samantha soll ihm zu einem besonderen Auftritt in Bärstadts indischer Nacht verhelfen. Für die indische Nacht von Bärstadt hat Peter sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein Tanz mit Samantha, was die Sache kompliziert macht. Samantha ist eine Königspython. Peter beginnt fleißig zu üben, um Samantha die Flötentöne beizubringen. Es will jedoch nicht klappen. Vielleicht ist sie hungrig. Als Peter Futter besorgen geht, schleicht der neugierige Nachbar in den Bauwagen, öffnet die Kiste von Samantha und ist entsetzt. Samantha wittert die Freiheit und schlängelt sich fort. Peter macht sich verzweifelt auf die Suche nach Samantha. Vielleicht können ihm die Leute auf der Schlangenfarm weiterhelfen. Jedenfalls erfährt Peter dort viel über einheimische Schlangen, über gefährliche und ungefährliche und etwas über den Bleib von Samantha. Großartig. Ich glaube, du kannst auch gute Nachtgeschichten vorlesen. Eben, Julian, auch da würde ich jetzt vielleicht kurz einkrätschen. Wir haben ja jetzt schon häufig die Regel geändert, wie wer was wann anfängt und eine Pressetext vorliest. Wollen wir sie einfach so jetzt umändern, dass Tommy immer unsere Pressetexte vorliest? Wenn du uns immer kurz eine Sprachnachricht schickst, dann kommt ab heute... Ja, dann müsst ihr mir nur vorher sagen, welche Folge kommt denn. Ja, das ist immer am Ende der Folge bekannt. Aber dann wird Dean ja sauer sein. Er ist doch euer ja, Jingle. Ja, das ist Multikulti, das geht alles. Dann sprichst du unser Intro einfach auch ein, dann wechseln wir einfach komplett aus. Ja, genau. Dean hat das sowieso nie so gut gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Also, das ist gerade. Ja, gut, dann haben wir den Pressetext jetzt hiermit abgehakt. Das ist, wenn du sagst, du hast die Folge mitgebracht, gefällt dir irgendwie was am Pressetext nicht? Wir haben ja öfters mal, dass der Pressetext nicht ganz übereinstimmt mit der Folge. Was sagst du hier? Nee, also das stimmt ja eigentlich alles. Mm, und ja, mir ist auch aufgefallen, es wird nicht gesagt, Peter lustig, sondern es wird nur von Peter gesprochen. Also hier stimmt wohl alles so. Und es wird von Peters neue Freundin gesprochen, sie hat eine neue Freundin. Und das ist, kommt mir doch bekannt vor. Das war doch schon bei irgendeiner kleinen, ich weiß nicht, war es die Annika oder die Anna oder wer auch immer, die da am Bauwagen ist, stand auch im Pressetext, Peter hat eine neue Freundin. Moment mal, das eine ist eine Schlange, das andere ein ganz junges Kind, aber was kannst du denn schreiben? Ja, hier ist es nicht verwerflich, nicht verfänglich für Peter, wenn es hier steht. Das ist also alles in bester Ordnung, würde ich sagen. Hoffen wir doch, dass er hier wirklich nur ein Haustier sieht. So, liebe Freunde, wir beginnen am Bauwagen in der Nacht mit einem wahnsinnig künstlich aufgemalten Mond. Naja, es sind die 90er, liebe Freunde. Was soll man da machen? Aber ein schönes Bild, definitiv. Ja, also kameratechnisch wieder ganze Arbeit geleistet. Kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, genau, die Folge ist von 1996. Ja. Und die 90er mögen wir eigentlich ganz gern bei Löwenzahn. Und wie sehr 90er sind, das erkennt man auch im Hintergrund bei Peter, was auf dem Tisch steht, Julian. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht noch so aus deiner Zeit oder soll ich die Alterswitze jetzt heute woanders verlagern? Meinst du den Bildschirm? Ja, schon. Ja, der stammt absolut aus meiner Zeit. Genau, okay. So einer meiner ersten Bildschirme wird genauso ausgesehen haben. Überraschend lütsch, wie man in Norddeutschland sagen würde. Oh Gott. Ne? Sehr klein. Ach Gott, du bist gebürtig, ich bin zugezogen. Ich bin, sagst ich bin das hier nicht? Auch nur. Lütsch? Nee. Aber nee. Du kennst auch Lütt und Lütt oder so. Ne? Lütt naja, Lütt. Also ich habe einen Kollegen, der nennt seine beiden Töchter immer Lütten. Also daran muss ich mich schon gewöhnen. Mine Lütten. Ja, das ist in Norddeutschland so. Ich bin ja hier oben fast in Flensburg. Also ach. Ich, ja, ja. Ach, gut. Ist da nicht auch irgendwo in der Nähe Büttenwader? Das sagt mir nichts. Ach so. Das könnte auch in Ostfriesland sein. Vielleicht hat Julian irgendeinen Schulfreund in Büttenwader gehabt oder so. Das ist ein fiktives Dorf aus der Serie Neues aus Büttenwader mit Jan Fedder. Da sprechen die nämlich immer platt. Ja, warum habe ich auch erwartet, dass du einen Schulfreund hast, wenn es da noch eine Nerd-Anspielung geben kann? Okay. Es ist, ja, so nerdig ist es gar nicht. Aber nein, gut. Natürlich reden wir irgendwann drüber im Büttenwader Fan-Podcast. Alles klar. Ja, gut. Also dieser alte Computer dort im Hintergrund, also er ist ja modern, hat ja auch schon mit Aktien gespielt und alles, ne? Aber das Ding ist jetzt also nicht in so vielen Folgen zu sehen, ehrlich gesagt. Nee, das ist bei Peter sowieso relativ oft so, dass da irgendwas so für eine Folge aufgebaut wird. Es ist halt letztendlich auch keine durchgehende Daily Soap, sondern es ist eher immer so eine Episodensache. Heute ist das, morgen ist das und es braucht ja immer einen Anlass für Peter. Also ganz ohne Grund steht da selten was rum, aber es ist schon komisch, dass da plötzlich ein Computer steht. Aufgrund der Nacht sehen wir ja auf jeden Fall viel vom
Bauwagen-Innenleben. Und da können wir ja auch sagen, es gibt auch einmal auch einen Vorhang am Erker. Der war doch sonst auch nicht. Der wird doch sonst immer auch aus dem Schrank raus geweckt, wenn der Postbote kommt. Diese Folge gibt es einmal als 30 Minuten und auch als 25 Minuten. Es gibt so ein paar Unterschiede. Ach, dann habe ich hier meistens, die falsche offen. Du hast bestimmt die richtige geguckt. Nee, ja. Meistens sind das nämlich die Dinge, die weggeschnitten wurden. Also diese Längen, wo man auch von außen in der 25-Minuten-Version sieht man den Bauwagen von außen fast gar nicht. Und das ist doch sehr atmosphärisch, finde ich. Und das muss der unangenehme Teil gewesen sein, weil wenn es einfach eine Bildergeschichte oder ein Lied gibt, dann weiß der Cutter, ich weiß, wo ich meine 5-Minuten-Schnittzeit hernehme. Hier muss man irgendwie noch so kleine Überlängen und hier nochmal 4 Sekunden und da nochmal 6 Sekunden. Und ja, so sieht genau. Der Schnittbericht dementsprechend auch aus. Ja. Aber ja, na gut. Ich muss tatsächlich eine andere Folge hier kurz aufmachen. Ich habe die schon noch was. Hast du die kurze auf? Ja, vielleicht. Aber sind wir schneller durch. Aber ich habe die lange geschaut, das kann ich dir sagen. Die ist ja bei der ZDF-Mediathek zu finden. Das zum ist Glück, die zum Glück. Für 29 Minuten irgendwas. Genau. Die habe ich auch hier. 29,53, hier steht es. Genau. Jetzt bin ich auch wieder tagesaktuell, liebe Freunde. So, okay. Also, Peter hat tatsächlich eine richtige, dicke, fette Schlange im Bett. Und da habe ich schon Respekt. Also, wir haben ja jetzt hier tatsächlich eine Schlange, ja? Und wir haben hier ein Tier, Ich traue mich immer nicht dazwischen einfach zu gehen, dazwischen. Weil ich will ja nicht. Ich habe keine weil Meinung. Ich weiß, ich wollte was zu der Schlange sagen. Ja. Weil das nämlich eigentlich die kleinste Python-Art ist. Das ist eine Python Regius, Königspython, die wird circa 2 Meter lang und 1 bis 3 Kilo schwer. Und die wird auch übrigens 40 Jahre alt, ist so die Lebenserwartung. Und ist total ungiftig. Hast du Erfahrung damit? Ja, nicht direkt, also nicht mit dieser Schlange, aber meine Ex-Frau war eine Schlange. Das nein, war hatte eine Schlange, ne? nein, die wird sich den Podcast auch anhören. Nein, ich will ja, Julia, das ist jetzt doof, ne? Nein, die hatte auch eine Schlange, das war aber eine Strumpfbandnatter, war das, glaube ich. Oh Gott. Und die war so mini klein und so, das war nicht so schlimm mit der, das war auch nur eine Würgeschlange. Das ist so die einzige Erfahrung. Aber ich habe mich natürlich vorab ein bisschen schlau gemacht und habe mir versucht rauszufinden, was er denn da für eine Schlange hat. Und deshalb weiß ich das jetzt. Er hat das versucht. Und tatsächlich dient die sogar als Nahrungs- und Leder, also ja, Leder, okay, kann man vielleicht verstehen, aber auch sogar als Nahrungslieferant. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist eine andere Sache. Aber Nahrung und Leder in Afrika. Aber man kann die essen, willst du sagen damit, oder? Ja, das fand ich doch sehr außergewöhnlich. Die kann man ja auch wunderbar aufspießen, muss man ja sagen. Ja, das stimmt, ja. Sehr, hast du mal eine also ich finde das sehr beeindruckend, auch wenn man sagt, ja, Peter sagt ja auch am Anfang, keine Sorge, die ist überhaupt nicht giftig. Trotzdem ist ja eine gewisse Überwindung, die dann so hochzuhalten, oder? Ja, wir hatten tatsächlich mal einen Dreh mit einer Schlange und das war für mich eine absolute Albtraum. Ich war aber zum Glück immer in Szenen, in dem ich zwar im gleichen Raum, aber mit Abstand war. Und unser guter Freund, er heißt auch Thomas, jetzt nicht wundern, der musste sich tatsächlich in dieser Szene von der Schlange mit der Zunge im Gesicht berühren lassen. Das wäre für mich Albtraum gewesen. Also das war absoluter Horror, das hätte ich nicht mitgemacht. Und es gab dann halt auch einige Szenen, bei denen dieses Tier dementsprechend mal aus dem Körbchen rauswandert oder durch die Gänge. Und ich denke, Leute, wisst ihr, warum ich Angst vor Schlangen habe? Und zwar einzig und allein aus dem Respekt, dass sie sich schneller bewegen kann, als mein Auge es erfassen kann. Und ihr könnt das Vieh jetzt hier nicht frei rumlaufen lassen. Das ist für mich ein absoluter Albtraum. Aber also, nur manchmal. Meistens ist sie ja ganz langsam. Ja, trotzdem. Dieser Moment. Ja, aber irgendwann kommt dieser Moment und da möchte ich nicht dabei sein. Also ja, ich habe die Erfahrung. Wie ist es bei dir? Und dann nie. Ich wusste auch gar nicht, dass du das hast. Muss ich mir gleich mal raussuchen. Und dann beißt sie dir nämlich ganz kurz in den Hintern. Boah. Und dann ist sie wieder ganz langsam und wartet, bis es dir auch nicht mehr so gut geht. Furchtbar. Also im Winter sind die ganz langsam, so viel ich weiß, weil die dann kühlt das Blut ab in der Schlange und dann kann die nicht mehr so schnell. Also müsstest du der Schlange im Winter begegnen. Ja, auf jeden Fall ist es eine Schlange natürlich ein faszinierendes Tier, weil sie ja eigentlich so keine Gliedmaßen hat und sie geht so, trotzdem kann sie sich so überall lang schlängeln. Sie ist eigentlich, finde ich, ein bisschen, gehandicapt. Sie hat ja wirklich nur so ihr Maul, kann aber auch zu einen so umschlingen, wenn sie das will. Eigentlich ein spannendes Tier. Dafür, dass sie so ein Handicap hat, ist aber ziemlich stark in der Nahrungskette, muss man sagen. Ja, das stimmt.
Naja, okay. Gut, ja, Paschulke möchte ja auch wissen, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Vor allem ist ja Peter auch nun wirklich nicht leise mit dieser unglaublich nervigen Tröte. Nee, und er hatte auch so einen Schlangenbeschwörer da aufgehängt und Peter ja. ist jetzt richtig im Thema. Ne? Das wollte ich sagen. Wenn er sich für was interessiert, dann auch vollumfänglich. Dann ist der ganze Bauwagen voller Hexenkräuter ja. auf einmal. Ja, so läuft das. Genau. Auf jeden Fall, genau. Paschulke kommt da so herumgeschlichen, weil er natürlich auch interessiert, was da los ist. Aha. Und er schleicht ja gerne um Peters Bauwagen rum. Und wir haben jetzt auch erstmalig eine sinnvolle Funktion. Ihr wisst ja, ab 180 ist er allseits bekannt in diesem Podcast. Die Friedenspfeife mit Klaus Dieter hat ja endlich mal eine Funktion hier. Und zwar dient als Alarmanlage. Das ist ja großartig. Wenn ein paar Schulke da einbrechen möchte oder mal spicken möchte, dann kommt Klaus Dieter und macht direkt Alarm. Ja, dann würde ich sagen, ist das Vieh doch ganz nützlich, ehrlich gesagt. Ja, ja. Der Tommy hat vorhin schon gesagt, er hat ganz viele Zettel ausgedruckt. Haben wir bis jetzt irgendwas vergessen oder möchtest du jetzt reingrätschen? Nee, noch nichts vergessen. Hier sind noch Sachen, die ihr gesagt habt, die ich auch gesagt hätte, wenn ihr die jetzt nicht gesagt hättet. Aha, okay. Wir können dir auch, wenn es dir unangenehm ist, irgendwie reinzugrätschen, können wir dir auch mal ein bisschen Space geben. Sagen, möchtest du jetzt reingrätschen? Ja, ihr müsst jetzt nicht sagen, möchtest du reingrätschen, aber vielleicht so eine Sekunde Platz und dann ergreife ich sofort das Wort und zack. Genau, das machen wir. Noch ein paar Stellen habe ich mir hier markiert, die ich wichtig fand. Und also ich habe hier eine komplette Zusammenfassung von dieser Folge geschrieben. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich hier auch die Einspieler alle durch die Bank interessant fand. Also irgendwie mit der Schlange beschäftige ich mich nie und ich fand das gut. Du hast jetzt was übersprungen, wenn du zu dem Einspieler kommst. Aber ja, grätsch mal rein. Das stimmt mit den Einspielern, genau. Ja. Schulke sitzt ja jetzt vor dem Bauwagen und muss niesen. Genau, und wir sehen auch hier nochmal ganz kurz den Halbmond in groß. Und hier sehen wir erstmal nicht, dass er wirklich gemalt ist, weil das ist ja wirklich ein total kantiges Stück Papier, was da jetzt gezeigt wird. Das ist ein toller Special-Effekt. Und es wird hier erklärt, und da darf Thomas uns gerne eingreifen, dass die Katze, wollte ich sagen, die Schlange eine gespaltene Zunge hat. Und Peter sagt, weil sie mehr Oberfläche hat. Also das ist so ein bisschen, also, hätte man ihr auch einfach bessere Augen geben können, anstatt das so zu sehen. Das meine ich nicht, sondern mehr Oberfläche ist ja jetzt auch nicht das Ziel des Ganzen. Ich meine, warum brauchst du mehr Oberfläche? Wofür? Die riecht mit der Zunge. Richtig, genau. Es geht ja um den Tastsinn. Das war jetzt ein Reingrätscher hier. Ja, es geht ja um den Tastsinn, dass du eben, sie nimmt ja diese Duftstoffe auf und dementsprechend kann sie halt links und rechts auch besser damit unterscheiden. Also mehr Oberfläche ist so ein bisschen, weiß ich das nicht. Das glaube ich aber, lassen manche Menschen, die so sehr stark auf Tattoos und Piercings stehen, lassen das auch machen. Ich habe das irgendwie schon mal gesehen. Stopp. Dass Menschen so eine gespaltene Zunge und das dann ganz gut finden. Oh, ich muss gehen. Also das sind schon mal es tut mir leid, wenn ich euch ins Wort falle. Einfach mal. So. Einfach mal. Also das mit dieser gespaltenen Zunge, so bei diesen Piercer-Freunden, also das finde ich auch eklig. Also Da denke ich auch immer, Um uns recht zu geben, kannst du immer ins Wort fallen. Ja. Also das ist ja Bestätigung, aber kriegen wir immer gern. Menschen machen nur das nicht ja widersprechen. Für, die Menschen machen das ja für mehr Oberfläche, habe ich gehört. Naja, gut. Ja, genau. Naja, der kommt ja auf die gespaltene Zunge, weil er über Paschulke sagt, du doppelzüngiger Kerl oder der doppelzüngige Kerl. Das hat bei Paschulke ja eine andere Bedeutung, weil der einmal so, er sagt was anderes, als er wirklich meint. Oder der eigentliche Grund, warum er da war, ist ja ein anderer. Und das war wohl mit doppelzüngig gemeint, denke ich. Ja, Paschulke möchte man echt nicht als Nachbarn haben. Ne? Das kann ja wirklich immer da so rum, Peter hat nicht seine Ruhe. Immer für Gesetz und Ordnung, aber wenn man selbst mal neugierig ist, dann passt das schon irgendwie. Also ich habe hier wirklich wahnsinnigen Respekt vor Peter, wie er mit der Schlange umgeht. In der ganzen Filmerie. Das ist wirklich krass. Haben wir was vergessen oder so? Sollen wir zum Einspieler kommen? Also Peter hat ja schon keine Angst gehabt, Fledermäuse abzupflücken und so weiter. Da habe ich auch gedacht, der hat auch bestimmt keine Angst vor einer Schlange. Der war ja da wohl immer sehr immer mit dabei. Er ist ja sehr wissensneugierig oder wie wissbegierig. Auch immer? Wissbegierig. Wissbegierig. Die Worte fehlen mir noch in meiner Historie. Ich bin noch sehr jung. Aber, ich bin ja auch schon 52, da gab es das Wort früher vielleicht öfter. Die Frage ist natürlich, gibt es irgendwas, also wir haben jetzt nicht die Chance, das zu fragen, aber vielleicht irgendwas beim Dreh, was ihm dann doch widersetzt hat, außer sportliche Aktivitäten. Pferde war das. Das stimmt. Ich erinnere mich, ja. Es gibt keine Folge mit Pferden, mit Peter Lustig, glaube ich. Ja, da müssen wir doch mal was in Fritz Fuchs Richtung machen. So, ich da gibt es bestimmt was, ja. Ja. Aber bei Peter nicht. Ja, dann kommen wir jetzt zum Einspieler.
der eigentlich auch schon, finde ich, relativ viel zeigt. Also Eier legen, essen, häuten, da ist alles schon da irgendwie dabei. Also das Leben der Schlange wird hier schon relativ gut abgerissen, finde ich. Ja, der hat nur vergessen, oder ich weiß nicht, vergessen, das wird nachher noch erwähnt, in dem zweiten, was heißt Einspieler, also ja, gegen Ende, wieso das denn sein kann, dass die Schlange jetzt so eine komplette Ratte fressen kann, ohne ja, die ja, das zu stimmt, zerteilen. Das stimmt, das genau. Wird das habe da nicht gesagt. Habe ich am Anfang nachher auch gedacht, was ist denn jetzt mit dem Verdauen und mit den ganzen Knochen und er sagt ja auch irgendwie guten Appetit, also ich glaube nicht, dass das ein großes Geschmackserlebnis für die Schlange darstellt, das da so runterzuwürgen. Ja, das genau, meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte, wie die das schafft, die komplette Ratte ins Maul zu kriegen. Warum bloß das so ist. Den gesamten Gang. Also das ist halt wirklich so, ja, das Wunder, ja, der Natur wird uns hier nicht erklärt. Das ist leider... Aber gibt es sowas nicht auch bei YouTube, nicht, wo man in Ruhe gucken kann, wie das Kaninchen immer kleiner und kleiner wird in der Schlange? Ja. Gibt es sowas nicht? Ja, gibt es. Ja. Naja, also hier wird ja von einer in Anführungsstrichen Hochzeitsversammlung gesprochen. Stimmt. Und wir sehen ganz viele Schlangen auf einem Haufen. Also wir haben ja in Deutschland in Anführungsstrichen das Glück, dass es sowas mehr oder minder eigentlich sehr selten gibt. Aber ich habe halt doch... Was meinst du? Naja, dass wir so viele Schlangen jetzt hier ach in so, der Umgebung haben. Ach so, ich dachte Hochzeitsversammlung. Da gibt es einige. Das gibt es zum Glück auch nicht so häufig. Aber Kultur, wir können uns hier nicht vermehren, irgendwie, wie wir wollen. Also wir Deutschen haben ja noch eher kleine Hochzeitsgesellschaften. Da gibt es ja, also hier gerade in den südlicheren Ländern, die laden ja alles ein. Die laden ja Verwandte, die kommen 1.000, 2.000. Es gibt ja viele Gegenden, in denen eine Moschee steht und wenn da ja, mal Action genau, ist, dann weißt du ja, aber die sind die Straße ja jetzt jedes zweite Wochenende müssen die auf irgendeine Hochzeit. Das ist ja irre. Aber ich spreche tatsächlich jetzt hier von der Hochzeitsversammlung der Schlangen. Jetzt stell dir mal vor, sowas gäbe es und du trittst da einfach rein, aus Versehen. Ja, der, Alter, das ist der größte Albtraum meines ganzen Lebens. Und in eine Schlangenversammlung getreten. Und ein Punkt ist natürlich ja auch noch ganz wichtig, weil das haben wir in Deutschland. Es wird noch die Blindschleiche erklärt, dass das ja eigentlich nur eine Echse ist und keine Schlange, die nur so aussieht. Ich habe trotzdem wahnsinnige Angst vor einer Blindschleiche. Jetzt frage ich aber einfach mal einen Experten. Kann eine Blindschleiche trotzdem genauso schnell reagieren, wenn ich die jetzt sehe und Angst kriege oder drauf trete? Kann eine Blindschleiche trotzdem mich würgen, mich schnell packen oder sonst irgendwas? Die erwirkt dich in Sekundenschnelle. Nee, keine Ahnung. Ich kenne die Ironie dahinter. Weiß ich nicht. Oder kann man die wie so ein Lasso wegwerfen? Ja, wahrscheinlich. Wenn man die am Schwanz packt, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wenn da noch gerade irgendwie so eine noch nicht verdaute Maus drin ist, also, dann wirkt das so beschwerend. Dann kann man besser zielen. Also, dann kannst du einen mit erschlagen dann. Wo war ich? Du weißt nicht, du wolltest ja nicht. Achso, genau. Ich wollte sagen, habt ihr denn schon mal eine gesehen? Weil ich habe tatsächlich noch gar keine gesehen. Weiß ich nicht, gucke ich nicht drauf. Gucke ich nicht drauf. Ich glaube hier nicht. Also wenn in der Stadt ich so im Wald unterwegs so bin und es schlängelt sich was vor meinem Bein, dann... Also ich glaube, ich würde es bemerken, weil ich sehe ab und zu mal so kleine Mäuse durch die Stadt flitzen, was ich immer interessant finde. Mhm. Weil die haben ja wirklich überall Platz. Gerade in der Stadt fühlen sich Mäuse ja besonders wohl. Mhm. Aber eine Schlange würde mir wahrscheinlich eher auffallen. Die sind doch auch klein, nur die sind doch nur recht ja, klein. Das sind also meistens, Julian, ist es so, wenn du gerade eine Maus siehst, die schnell weghuscht, dann kommt meist eine Schlange oder eine Blindschleiche noch hinterher. Und dann darf man sich was wünschen, so wird das doch, glaube ich. Genau so ist das. Okay. Genau, das ist für mich der Einspieler. Habe ich irgendwas vergessen, bevor wir zur Slapstick-Szene kommen? Nö, können wir ruhig machen. Also, Thomas wollte noch irgendwas zur Geburt sagen. Nee, also die legen keine Eier, wird ja gesagt. Da kommen lebendige Schlangen raus. Genau. Aber manche Schlangen legen dann doch Eier. Ja, haben wir am Anfang gesehen, genau. Ja. Nee, sonst, ja, den und ich finde halt immer ein paar Schulke schön, wenn er seine dämlichen Hosenträger trägt. Die ja auch gut heute leidet. In der Szene ist, also er ist ja neugierig. Er will jetzt trotzdem wissen, was ist denn da in der Kiste, was ist denn hier los? Und dann kriegt er natürlich den Schrecken und rennt weg. Und wir haben jetzt so die typische Slapstick-Paschulke-Szene. Eigentlich das, weshalb ich irgendwie auch ein bisschen Löwenzahn liebe, weshalb Paschulke, glaube ich, wahrscheinlich auch der Lieblingscharakter von unserem Sascha ist, weil er jetzt halt die tollpatschige, naive Art spielt. Polizei ruft. Nee, die ruft er ja später. Entschuldigung, das müsst ihr rausschneiden. Nee, ja, das ist gut. Ja, aber er hat das Schlangenbuch vergessen. Das Schlangenbuch? Ja, weil da liegt doch
Ihr habt ja jetzt gesagt hier, dass er die Schlange schon abkaut, ne, und er schon wieder raus aus dem Bauwagen. Aber vorher durchsucht er ja den Bauwagen und guckt hier und da, sieht dieses Bild mit dem nicht Fakir, sondern mit dem Schlangenbeschwörer und findet auch dieses Schlangenbuch. Und das Buch, da habe ich natürlich nachgeguckt, wo das Buch herkommt und was das für ein Buch ist. Also das kann man tatsächlich noch kaufen bei Booklocker oder Looker Ja. für 99 Cent, habe ich das Ich glaube, gefunden. bei Booklooker habe ich auch damals dieses Heft, dieses Comic-Heft. Wie hieß das noch, CF? Ach, Diese Roberta. Roberta, genau, habe ich da. Da habe ich schon öfter Sachen gekauft. Das ist sehr gut. Das sieht aber auch langweilig aus. Schlangen steht da einfach nur drauf. Ja, aber Respekt für die Recherche. Ja. Das gibt's noch, ja. Ich habe extra geguckt. Ah, ein Buch. Peter hat immer irgendwelche Bücher über irgendwas plötzlich da und dann. Die 99 Cent wird er wahrscheinlich gehabt haben, nachdem er den Kicker gekauft hat. Bist du Fan der Lindenstraße? Weniger eigentlich. Ja, weil es gibt ja diesen Moment, wo Paschulke dann die Schlange sieht und dann so schreit. Und das hat mich an eine Szene erinnert aus der Lindenstraße. Und zwar hat die mit Franz Rampelmann und Liz Buffo zu tun. Da gibt es so diese eine Szene, wo Liz Buffo als Mary dem Franz als Olaf mit einer Geflügelschere etwas abschneidet, was man besser nicht abschneiden sollte. Aha. Und da hat er ähnlich geschrien. Und da muss jemand dran denken an diese Szene. Da überkommt es einen, wenn man sich das nur vorstellt, was da passiert ist. Dass man nicht ab, also es hatte auch Ähnlichkeit mit einer Schlange, was er da Ja, in der abgeschnitten Tat, genau. Und dann war nämlich hat. der Abspann da. Und man wusste genau, scheiße, jetzt ist Okay. passiert. Ja, dürfen wir zu der Schafzimmer-Szene kommen? Ja. Auf Naja, die. ja, jetzt, ja, also den platzt ja gleich erst nochmal die Hose, dem Ja, Paschulke, ne, wenn beim er da Über. irgendwie Genau, zappt. deswegen Und ist er auch endlich hin. stolpert über den Wasserschlauch. Und was ich ganz lustig fand, war diese aufgemalten Gartengeräte auf der Garagenwand. Was? Moment. Ja, ist das wirklich aufgemalt? Das sieht so aus wie aufgemalt. Haben wir die nicht in anderer Szene auch schon mal gesehen? Das ist. Also ich Kann würde ich jetzt hier. behaupten, dass sie da hängen, aber sie sehen sehr aufgemalt aus, in der Ja, Tat. ich meine aber, dass wir Ja, da die irgendwann sind schon mal drüber aufgemalt. gesprochen haben. Aber es sieht in der Tat aufgemalt aus, ja, das stimmt. Also es gibt ja auch Leute, die malen sich in ihrer Werkstatt so eine Umrandung um jeden Schraubenschlüssel, um jeden Schraubenzieher, damit die noch wissen, wo der hingeht. Und da hat mich das daran erinnert, damit er weiß, wo welche Harke hinkommt und welche Schaufel und so, dass er da deshalb alles ummalt hat oder Boah, aufgemalt hat. jetzt ist es wirklich ein bisschen abseits, aber das habe ich mit durch meinen 3D-Drucker vor kurzem erst überlegt, ob ich diese Objekte, die ich irgendwo in so einer Einsparung machen möchte, scanne, damit ich die genauen originalen Maße habe. Und dann habe ich ja die perfekte Passform für dieses Gerät. Ja, und dann kauft man ein neues Gerät oder eine größere Schere oder so. Das ist ja ein Albtraum. Du Also, meinst, dass du das einmal alles dann so reinlegst, oder was? ja, genau, damit es so seinen perfekten Platz hat, in so einer Aussparung so richtig schön sortiert und optimiert. Aber ja, du dann kaufst du eine neue Schere und dann kannst du das ganze Ding im Prinzip auch wegschmeißen. Das ist Quatsch. Ja, ist schon ganz niedlich. Wo hast du eigentlich deinen kleinen Modbricks-Bauwagen hingestellt? Der steht jetzt noch im Schlafzimmer. Da ist so ein So eine Billigregal. Aussparung hast du da gemacht. Genau, da habe ich mir eine Aussparung 3D gedruckt. Nee, da steht so ein Billigregal mit so Dekomaterial. Aber das Ja. kommt in den Flur, sobald dort die Sachen hängen. Ich habe Stahlbetonwände und ich habe keinen Beton hier Schlagbohrhammer. Ja, ja, Und ja, ich bin ja, auch ja. generell unfähig, Löcher zu machen. Das kommt Ja, alles noch. ja, ja. Bin gespannt, bin gespannt. Ja. Das hört man ja nicht so gut gerne als Handwerker. Keine Bohrmaschine Ich habe und auch das. keine Bohrmaschine. Ja, in Möchtest dem du Fall bin ich ja jetzt, jetzt hier auch möchtest der du jetzt Jüngste in der Runde. reingrätschen? Ich bin Ja. ja jetzt hier Generation Y aktuell. Ja. Handwerk ist nicht mehr. Richtig arbeiten ist Nee. nicht mehr. Ich drück Knöpfe und das war's. So. Ja, und ich sage, was ich nicht mit Nagel befestigen kann, wird halt nicht aufgehängt. Da gibt es doch mittlerweile Magnetmöglichkeiten und Klebstoffe und allem. Ja, und Amazon hört auch auf alles mit ohne Bohren, ohne Bohren. Kann man alles Mögliche suchen, das auch ohne Bohren. Ja, ein Jahr lang hält das, dann kracht's. Irgendwann fällt es auch runter. Genau. Ich finde übrigens den Bauwagen bei Nacht sehr, sehr schön, CF. Kannst du dir vorstellen, dass das der Bauwagen ist, den wir jetzt auch live persönlich gesehen haben? Es sieht ja tatsächlich auf diesem Bild in dieser Nacht, das kriegen wir jetzt dreimal zu sehen, einmal mit Ja, ganz genau. Neumond, mit Halbmond und einmal mit Vollmond. Es sieht auch ein bisschen aus wie der Bastelbogen, oder? Findest du auch, Sieht dass das so total, ein ja, bisschen. sieht noch sehr Modell aus irgendwie. Ich finde es Ja, aber sehr echt, oder? gemütlich auch. Warst du eigentlich mal da, Tommy, bei dem Bauwagen in Potsdam? Nee, leider noch nicht. Das ist aber Ich habe unerhört. das Als ja. Ja, richtiger es war Fan so sollte klar, man dass das du schon. das bringst. Das sollte man Ja, schon mal also. hin. Also, das sollte einem schon wert sein. Frech. Aber wenn ich möchte, kann ich mal auf die Schnelle dahin fahren, wo Peter gewohnt hat. Weil das sind Ja, das nämlich nur stimmt. 50,
Bomstedt, das sind 50 Kilometer. Husum, dachte ich. Ach so. Ja, es ist in der Nähe von Husum. Ah, ja. Das sind 50 Kilometer von hier. Warst du da schon mal bei diesem Haus? Wie hieß das noch? Friesenhof oder Friesenhof. Ja, ich war da noch nicht. Ich könnte aber da hinfahren. Da benutzt mir ja nichts. Peter lebt ja nicht mehr. Ich kann mir ja kein Autogramm und ein Selfie mit Peter mehr holen. Das ist ja leider hinfällig. Aber dieser Hof gehörte ja früher so einem norddeutschen Liedermacher. Der hieß Knut Kiesewetter. Ich glaube, der hieß wirklich Kiesewetter mit Nachnamen. Okay. Ich meine aber, dazwischen hat das noch jemand anders gehört, bevor dann Peter Lustig das gekauft hat. Aber es ist interessant, dass das so ein berühmter Hof ist. Ja, ja. Das hätten wir mal früher gewusst, dass er da wohnte. Ja, ihr könnt ja auf eure Liste draufschreiben, hier noch zu besuchende Orte, Friesenhof. Und dann sagt er Bescheid, dann komme ich auch dahin. Dann kann er da einen Live-Podcast aufnehmen, dann bin ich auch wieder dabei. So. Hätten wir Sascha eigentlich auch mal fragen können, CF ist natürlich jetzt ein bisschen nicht so ein schönes Thema, aber wo ist Peter eigentlich begraben worden? Oh, ja. Also so Promi-Gräber und so ist doch schon ein Thema im Netz. Weiß man das eigentlich? Fragen wir doch Wikipedia. Ja, frag mal Frick. Na gut, okay. Wir können ja inzwischen weiter die Folge besprechen. Du kannst jetzt, wollen wir jetzt zur Schlange im Bett kommen oder willst du noch woanders reinkriegen? Ja, nein, alles gut. Alles genau, gut, denn jetzt kommt natürlich, der Realismus wird jetzt noch richtig gemolken hier, weil das ist natürlich jetzt, das ist nur die Schlange. Lieber Just. Julian, ja, was? Darf ich noch kurz eingrätschen? Ja. Er wurde im engsten Familienkreis See bestattet. Also das können wir nicht besuchen. Oh. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, aber das passt auch zu ihm irgendwie, oder? Ja, bei dem ganzen Wasser und Deich und Meerfolgen definitiv. Ja. Auch generell. Dass er da nicht auf dem Pferdefriedhof gelandet ist, ist uns klar. Ja, okay. Aber das ist dann auf noch Pferdefriedhof bestimmt nicht, nee. Er hat Pferde gehasst. Paschulkes Einrichtung im Schlafzimmer erinnert mich sehr stark an meine Großeltern. Das sieht wirklich genauso, wie die da auch ins Bett gehen. Natürlich. So, und wir haben eine ganz, ganz unangenehme Screenshot. Ich schicke ihn dir einfach mal, denn als Paschulke sich erschreckt, gibt es einen kleinen Moment, sagen wir mal, ein 2-Sekunden-Moment, in dem wir in sein Innerstes schauen können. Du meinst, dass sein kleines Bäuchlein da rausguckt? Also es ist schon, er hätte vielleicht im Pyjama noch eine Nummer größer packen können, weil so können wir in der Tat, ich weiß nicht genau, ob sein Bäuchlein ist. Ich weiß nicht, in was wir reingucken, aber wir sehen in etwas rein. Ja, da ist was aufgegangen in dem Moment, ja. Ich habe die Szene auch hier auf dem Bildschirm jetzt. Ja, ich habe Pause gedrückt. Das heißt, du hast es beim ersten Mal nicht bemerkt. Das ist gut. Nein, ich habe da nicht hingeguckt. Da blitzt so ein bisschen Haut durch, ja. Also auf jeden Fall unterm Unterhemd, muss man sagen. Ja, also es ist aber okay. Über der Schlange. Ja. Er ruft auf jeden Fall jetzt erstmal direkt die Polizei. Und da gibt es nämlich einen Satz, der ist auch rausgeschnitten in der kürzeren Version. Und da sagt er, so lang und so dick in meinem Bett. Und das haben sie rausgelassen. Das ist doch nicht zu fassen. Sei froh, dass ich das nicht als Audio noch rausgesucht habe. Bin ich froh, dass du die ungekürzte Version gehört hast. Naja, okay. Ja, das fehlt auf jeden Fall. Und der Schlangenexperte, der ist uns bekannt, ne? Oh, ja. Oh, jetzt geht's los. Okay, Tommy. Tommy. Ich habe natürlich auch wieder geguckt, wer das ist. Ich habe die falsche Person gefragt. Tommy, der Schlangenexperte, der ist uns bekannt, ne? Ulrich Haas. Steht im Nachspann, ist der Schauspieler und der erinnert mich so ein bisschen an Columbo, während er da die Schlange einfangen will im Schlafzimmer. Und dann gibt es ja noch diesen, lauter Notizen finde ich den Namen nicht hier, Klaus Dedekind, genau. Aber der kommt, glaube ich, erst später, ne? Aus dieser Schlangenfarm. Der Experte. Ja. Es ist der wahre Experte. Der ist ein ziemlicher Besserwisser, wenn ihr mich fragt. Der sagt ja gar nicht viel eigentlich. Den kennt ihr? Ich dachte bis eben gerade, das ist die gleiche Person, ehrlich gesagt. Nein, das sind doch zwei ähnlich aus, ja. Zwei verschiedene. Okay. Sieht ähnlich aus. Aber CF hat wahrscheinlich dann sich auch mehr auf den Bärstädter Anzeiger da gestürzt. Ja, insbesondere. Da habe ich mich auch drauf gestürzt. Die Zeitung. Ich finde, dass da relativ viel Politik drin ist. Naja, es ist die Originalzeitung mit halt nur dem einen Artikel und der Überschrift geändert. Na, also steht ja Kreuzberg und ähnliches. Ich finde, in diesem Polizeireport, den sie da klein reingemacht haben, immerhin nicht Lorem Ipsum steht, witzig, dass der Schlangenexperte Klaus Dedekind oder Dodekind dort steht. Also diesen Namen hat man... Dedekind. Der ist doch jetzt komplett erfunden, oder? Nein. Nein? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Schreit CF doch nicht so an.
Nein, ich aber ich habe einen Fehler gemacht. Schrei ihn doch nicht so an. Okay, also den gibt es tatsächlich und das war der Leiter der in diesem Artikel genannten Schlangenfarm im Tierpark Berlin in der Reptilienabteilung. Friedrichsfelde Karlshorst, habe ich noch rausgeholt. Der wurde 1941 geboren und ist dann im Jahr 2022 gestorben. Jetzt muss ich was rausschneiden. Nein, Spaß, bleibt natürlich alles drin. Okay, ja, vielen, vielen Dank dafür. Aber gut, ich ging auch glaube davon, sogar, ja? Ich glaube sogar nachher, wenn, oder ich sage das nachher, wenn es soweit ist, also dass wir ihn tatsächlich noch sehen, da diesen wahren Klaus Dedekind. Ja, ich ging ja bis eben davon aus, dass das hier alles die gleiche Person ist, sowohl die Polizei als auch der Schlangenexperte. Na gut. Ja, gut. Der Polizist, der ist ja unwichtig, der sagt ja nichts und der nickt ja bloß kurz einmal und der Polizist. Aber dann helft mir kurz, woher kennen wir denn jetzt Ulrich Hass so genau? Woher, weiß ich nicht. Julian hat es angespielt, als würde ich den kennen. Na, ich dachte, das kam mir so bekannt vor, als ob der schon mal irgendwie in einer anderen Folge mitgemacht hat. Da möchte ich ein Veto einlegen. Ja, die kannst du ja machen, das ist okay. Ja in Ordnung. Also der lebt aber, glaube ich, noch. Ich habe nämlich nichts darüber gefunden, dass er gestorben wäre. Also ein potenzieller Interviewkandidat vielleicht. Ja. Der ist wohl schon ein bisschen älter, denke ich. Weil der ist auch, Moment, der Schauspieler Ulrich Hass ist auch 1941 geboren. Genau, der hat dann auch schon. Ja, das ist schon 80, krass, weil jetzt von der Aufzeichnung sind es auch nochmal 30 Jahre später. Also wir haben so eine, ich will nicht sagen Deadline, aber so ab einem gewissen Alter lassen wir die Leute auch einfach in Ruhe, ganz das, egal. Das kann man aber dann schon als Deadline bezeichnen. Das finde ich sehr gut. Das ist ja, das ist ein Begriff. Bisschen makaber. Passendes Wort, genau. Ja. Deadline. Ja, gut, dann gucken wir uns jetzt mal das Schlangengift an. Mhm. Dass man richtig rauspressen kann wie aus so einer Orange. Ja, und also wir glauben, ich denke mal, wir haben hier tatsächlich Arzt und Arzthelferin, wenn wir das so nennen können. Das denke ich auch. Oder Expertin und Experte. Ja, ja. Und das wird ja ziemlich wortkarg gesagt. Und ich finde es halt sehr interessant, dass dann wirklich gesagt wird, ach, hier ist noch nie was passiert, das kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt mal wirklich, wenn du 30, 35 Jahre lang Schlangen anfasst und da jedes Mal das Gift. Aber er sagt auch toi, 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 das ist schon recht realistisch, finde ich. Wirklich? Ich finde das real. Ja, also, hoffen, das ist auch gut, dass nichts passiert ist. Das ist dann quasi wie so ein LKW-Fahrer, der noch nie einen Unfall hatte. Toi, toi, toi. Ja. Wenn wir jetzt mal so eine Tierarzt-Situation betrachten. Finde ich extrem. Also gerade auch in so Dokus oder so, wenn irgendein Tierarzt, wie da die Katzen rumfauchen so, dass da noch nie was. Ich könnte das niemand, allein deswegen könnte ich kein Tierarzt sein, weil die Tiere so unberechenbar sind. Und daher möchte ich doch sagen, das ist ja immer diese Extrembeispiele, die wir sehen. Aber glaubst du, dass das bei Schlangen oder Wildtieren nicht generell auch so ist? Also da kann doch nicht jede wirklich perfekt noch nie was passiert sein und das Gift kam immer perfekt an, ist noch nie irgendwie auf meinen Finger gelandet oder sonst irgendwas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so wie es keinen Schreiner gibt, der noch alle Finger hat, so kannst ja, du ja, genau. So, jetzt grätsche ich noch mal rein, ganz elegant. Ja, und schon zwar, die ganze Zeit gelauert, wie so eine Schlange. Ja, klar, ich habe immer auf diesen Space gewartet, der kam aber nicht. Nee. Da wurde es ihm zu Wort zu erfen. Jetzt lassen wir ihn einfach nicht zu Wort kommen. Also, ich denke schon, dass da bestimmt mal einer gebissen worden ist, aber wahrscheinlich nicht wirklich, dass es wirklich schlimm gewesen ist. Ich denke mal, dass sie das damit meinen. Und die können ja auch nicht einfach so in so einer Kindersendung sagen, ja, hier sind schon 5 Leute gebissen worden und die sind jetzt alle schon tot und so. Das können die ja nicht sagen. Dann wäre ja... was soll man Lügen verbreiten? Also ich finde es halt krass, dass er so gar keine Handschuhe oder ähnliches trägt, aber in der Tat, die werden wohl alle Gegenmittel da haben für notwendige Fälle. Okay. Da geht man von aus, denke ich auch. Und ich glaube übrigens, dass dieser melkende Mensch da mit der Assistentin, dass das dieser Klaus Dedekind ist, der Leibhaftige. Melkende Mensch. Ah ja, okay, gut. Ja, ich glaube, der sagt ja da nur so einmal was und das hört sich irgendwie so ein bisschen auswendig gelernt an, finde ich. Ja. Die haben sicher gesagt, sagen Sie mal dies und das als Belohnung dafür, dass Sie hier mitmachen. Und Zeitungstext fertig. Rein. Okay, großartig. Und dann den Rest übernimmt dann Ulrich Hass, der Schauspieler, um alles zu erklären. Wo sind wir hier genau? Es geht mir jetzt gar nicht um den Drehort, sondern was ist das für ein Gebäude, in dem dann so riesige Terrarien sind mit Schlangen und alles? Wo gibt es sowas? Ist das ein Museum? Ist das? Das kann ich gar nicht zuordnen. Das ist die Schlangenfarm im Tierpark Berlin in der Reptilienabteilung. Friedrichsfelde.
So, okay. Das habe ich rausgefunden im Internet. Also und das, in diesem Tierpark werden dann auch diese, ich nenne es mal, medizinischen Maßnahmen getroffen. Das ist ja krass. Gehe ich von aus, ja. Ah, stark, das, stark. Ist ja wie so ein Labor da drin. Mhm. Und da haben die ja dann alles, was sie brauchen. Oh, ja, stimmt, wenn sie eh gehalten werden da. Ja, dann brauchen die Schlangen ja nicht hin und her schleppen von irgendwo. Ist auch gut, wenn man weiß, wo man damit hin muss. Das wird halt immer dort alles dann erstmal abgeliefert. Und dann würde ich jetzt zum nächsten Einspieler springen. Oder möchte noch jemand der Anwesenden was sagen? Nur zu dem Einspieler. Okay, im Einspieler wird ja schon wieder gefuttert. Das ist es. Du sagtest, du fühltest dich gut abgeholt. Aber ist das nicht jetzt eine Wiederholung? Also ja, es wird ja jetzt der erste Einspieler, den fand ich besser, das stimmt. Aber ich sag mal, sowas, also diese Art von Fressen, das ist wie beim Dschungelcamp. Das gucken wir alles nur wegen den Fressprüfungen. Und hier ist das auch so. Also so eine Schlange, die halt wirklich sehr nicht viele Möglichkeiten hat und die aber trotzdem dann sowas mit einer Wucht dann runterschlingt. Ach, Hier wird ja jetzt alles Mögliche noch, heißt alles Mögliche, jetzt habe ich natürlich nicht genau aufgeschrieben. Der Mäuseschwanz, wie der am Ende noch genossen wird, weil der bleibt übrig. Hier wird ja jetzt auch gesagt, warum die Schlange das schafft, diese Riesenratte oder sowas Großes ins Maul zu kriegen, weil sie ja den Unterkiefer so aushaken kann. Toll, das wurde, ne? Ja, wenn sie den ersten mal, nicht, hoffentlich vergisst sie den nicht wieder einzuhaken danach. Ja. Nicht, dass du noch zum Orthopäden musst, zum Schlangenorthopäden. Der kommt damit zum Ruck, der macht da so einen Ruck. So, legen Sie mal den Kopf, bleiben Sie mal ganz ruhig. Können Sie mir den Kopf wieder einrenken. Ja, ja. Genau. Hier ist ja auch diese super giftgrüne Schlange zu sehen. Da würde ich sagen, es ist noch nicht mal die Königspython oder sonst irgendwas. Diese giftgrüne Schlange, wie sie sich da um Blätter windet, wo schön. Ich mir denke, Alter, das ist so ein Albtraum. Das ist so eine. Oder auch diese ganz dünnen Schlangen, finde ich auch ganz furchtbar. Wahnsinnige Angst vor. Die grüne ist bestimmt auch giftig. Ich finde das süß. Ich habe hier gerade so ein Foto gemacht, wo Peter danach wieder dann, ich bin ein bisschen vorgesprungen jetzt, der hatte am Ende die Schlange wie so ein Schal oben einfach. Ja. Das gehört zu Peter dazu, dass er diese Schlange anhat. Das ist, ja, der hat da keine Angst. Ja. Er hat ja auch noch die Fledermaus in der Hosentasche wahrscheinlich. als Notfutter. Alles Mögliche hat er dabei, genau. Und sogar ein Zettel, das bestätigt, dass er sie halten darf oder so. Ja, und er wusste auch genau, welchen. Also da hätte ich jetzt auch gedacht, dass er mich jetzt, wie die Internetgemeinde immer sagt, so Strafpeter, dass er, oh, das habe ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Weil er sagt, ach so, diesen Zettel, ja, den habe ich auch, ja. Genau davon war ich auch überrascht, dass er tatsächlich da die Bescheinigung hat und sofort weiß, was gemacht ist. Rechnet man gar nicht mit, dass alles legal seine Ordnung hat, ne? Und ja, genau. Möchte mal jemand, vielleicht ist hier jemand in der Runde, der mal eine Ex-Frau hatte mit Schlange. Ist denn das, also braucht man diese Bescheinigung? Ist das bei jeder Art? Kennst du das? Nee, also bei diesen Strumpfbandnattern war das nicht so. Obwohl, das weiß ich gar nicht, ob die sowas hatte, weil als ich meine Ex-Frau kennenlernte, die Schlange war vor mir da. Also die war da schon und ich habe jetzt irgendwie nie darauf. Und dann hast du dir nie die Papiere zeigen lassen? Nein. Das ist das Erste, was ich denke, wenn ich will, kann ich mal die Papiere sehen. Die haben wir dann irgendwann ihrem Ex-Mann wieder übergeben, weil der ihr vorheriger Ex-Mann, der ist nämlich hier so ein Tierpfleger, Zoo-Reptilien-Mensch gewesen. Also ich weiß gar nicht, wie diese Berufsbezeichnung heißt. Ja. Der kannte sich da aus mit Reptilien und da kam die Schlange auch eigentlich her. Es ist gut, dass wir die ganze Familiengeschichte jetzt auch noch mal ein bisschen aufdröseln können. Ja, da gibt es viel zu erzählen, aber das ist nichts für diesen Podcast. Die Fritz-Fuchs-Familienfolge haben wir leider auch schon weg. Ja, genau. Ja, gut, dann kommen wir aus dem Einspieler wieder raus und nehmen die Schlange mit wieder. Ich dachte nämlich eigentlich, dass er die dann da lässt. Ja, nee, das geht ja nicht. Außerdem hat er die Bescheinigung. Brauchen wir ja noch. Ja. Eben. Wir brauchen die ja für die indische Nacht. Und jetzt bekommt diese Schlange ja ein Terrarium, wo ich mir denke, das ist ja irgendwie kleiner als die Kiste, die sie vorher hatte, oder? Ist das jetzt nicht, also Samantha, das ist ja ein Downgrade, was du da jetzt bekommst. Wo du gerade sagst, indische Nacht, da muss ich natürlich an Club Las Piranhas denken. Wie ist das noch? Sie machen eine persische Nacht, aber Biggie versteht belgische Nacht. Oder wie war das noch? Du, ich habe den Film zweimal geguckt. Sie kommt dann mit so Holzschuhen an, wie so eine Holländerin, weil sie hat verstanden belgische Nacht, aber es war persische Nacht. Und das sagt ihr dann Frau Dr. Wenger mit Nachdruck. Ne? Mhm. Okay, egal. Ab der Stelle ist der Film auch nicht mehr so doll. Also die erste, das stimmt, ich gucke ich guck immer nur die erste Hälfte und danach mache ich den Film aus. Ja, wo sie dann abhauen wollen, da ist vorbei. Da ist furchtbar. Die ganze Gagdichte ist verloren gegangen auf einmal. Ja, so, genau. Egal. Ja, genau, Peter übt jetzt. Ja, wir haben jetzt. Mit Turban. Aber Peter schafft das nicht, die Schlange aus dem Körbchen zu locken. Ja. Er spielt nicht gut genug, denke ich. Nee, das klingt auch fürchterlich, was er da rumtrödelt. Laut und nervig und alles. Glaubt ihr, dass er selbst spielt?
Ja. Ich würde es anzweifeln. Ich würde es anzweifeln. Ja, das ist so schief und krumm. Ich finde es schön, ganz am Ende, jetzt springe ich natürlich ein bisschen, wo er in der Abmoderation sagt, mach das doch selber, meine Flöte habt ihr ja sowieso da. Wo ich denke, oh ja, stimmt, damals hatten Kinder noch eine Blockflöte. Ja. Gut, jetzt sind wir natürlich verwundert, warum kommt ihr denn alles nicht hoch, was ist denn da? Und Peter beißt erstmal in seine, und so kennen wir es aus den 90ern, wir, Julian, du auch, wenn wir mal Schulsport hatten, in eine wirklich dick belegte Wurststulle rein. Macht Appetit, oder? Macht das habe ich gar nicht gesehen hier. Also, das ist ein Abendbrot-Deluxe, so kennen wir es von jedem Wandertag und Sportunterricht. Und dann kommt die Schlange raus. Ach, hat sie vielleicht Hunger, heißt es. Und Peter ist ja wirklich gut vorbereitet, oder? Also, ich muss doch sehr bitten, was er da jetzt noch hat. Das sind noch ganz andere Tiere hier bei ihm. Ja, eben, das meine aber ich. Aber er muss ja jetzt erstmal das Buch zur Hand nehmen und nachgucken. Er hält das auch so appetitlich hin, das Mäuschen, dass man das selber auch aber abbeißen möchte. Das stimmt, das habe ich ganz übersprungen. Ich habe es mir aber jetzt, ich hatte mir das schon notiert. Er sagt, ach, hast du Hunger? Ich lese erstmal über deine Fütterung. Moment, der hat die von Neumond bis Vollmond wochenlang bei sich und hat noch nie darüber nachgedacht, braucht die eigentlich Essen? Er findet aber heraus, dass die tatsächlich nur alle paar Monate fressen. Sein Glück, die ganze Zeit verhungern lassen. Sonst wäre die schon hinfällig gewesen. Ja. Aber jetzt, das ist wirklich barbarisch mit der Mäuseszene. Also ich dachte auch, wie das er die da Natur hochhält. Ja, aber jetzt hätte ja wirklich die Schlange nur wirklich Appetit haben müssen und hochschnappen müssen, dann wäre es wirklich passiert. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, wenn ich irgendwo abends zum Supermarkt gehe und sehe, die ganzen Backwaren sind noch voll, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass alles weggeschmissen wird. Wenn ich diese Mäuseszene jetzt hier sehe, dann, das kann ich nicht, Julian. Das geht nicht. Ich muss noch mehr Katzen aufnehmen. Ich muss Tierliebe zeigen. Das kann ich nicht mit ansehen. Ja, nicht mal andeuten. Nicht mal andeuten. Aber die Katzen fressen ja auch die Mäuse. Das ist, ich hatte vor kurzem die Situation, dass sie dann tatsächlich, obwohl mein Balkon voll vernetzt ist, hat irgendwie ein kleiner Vogel es hier reingeschafft. Und den haben sie, sagen wir es mal so, wie es ist, komplett zerfetzt. Und ich war in einem Zwiespalt, weil egal, was ich gemacht hätte, es wäre Tierquälerei gewesen. Hätte ich dieses Tier gerettet, den Vogel, hätte ich in die Natur eingegriffen und hätte meine Katzen gequält. Hätte ich, wenn ich es durchgehen lassen habe, habe ich den Vogel gequält. Also das ist ein Gewissenskonflikt, den hatte ich 3 Tage hier noch. Dann habe ich das Tier endlich mal entsorgt. Da war also nicht mehr zu retten. Die Katze meinte. da war nicht mehr viel zu machen, sagen wir es mal so. Das war am Ende auch so ein Steckbauset, der Kopf lag in einem anderen Zimmer. Ja, konnte man denn noch eine Feder als Erinnerung irgendwie dekorativ dann behalten? Das ganze Bad war voller Federn. Die haben das Tier zerfetzt. Da merkt man, ach, diese kleinen süßen Raubkatzen. Ja, na klar. Mhm. Aber die spielen ja nur damit. Die haben es ja noch nicht mal gefressen, ne? Oder haben die da, fehlte da was? Doch, die haben ein bisschen was aus dem Körper schon rausgeschlungen. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, okay. Wie können sie das beste Futter, was ich denen gebe, sagen, ach nee, das will ich nicht. Oh mein Gott, einfach so ein Vogel, der da einfach irgendwelche Gedärme rauslegen hat. Da habe ich jetzt aber Lust drauf. Also wirklich. Naja, egal. Ja, das ist die Natur. Ja, und deswegen, diese Szene ist für mich ziemlich heftig, wo er diese Mäuse hochhält. Eigentlich wäre das jetzt schon Grund, beim ZDF-Mitschnittservice zu sagen, ja, das können wir ja nicht mehr rausgeben. Weiß ich nicht, das ist ja nun mal so. Also das ist ja nicht. Ja, so, das natürlich ist es so, in den 2 Einspielern wird es ja auch gezeigt. Ja, also das ist aber es sieht schon ein bisschen nach Tierquälerei aus. Also man kann ja nicht die Tiere zwingen, vegan zu werden, nur weil wir das gerne sehen. Nein, das geht nicht, das geht nicht. Ich glaube ja, die hätten, wenn wir es heute drehen würden, die beiden Einspieler so gelassen. Aber ich glaube, diese Szene mit dem Maus hätten die weggelassen. Ja. Das glaube ich. Ja. Ja. Gibt es eine Fritz-Fuchs-Folge über Schlangen? Wäre interessant. Würde ich gerne sehen. Schlangen, das Wunder der Natur. das würgende Wunder. Müsste dir jetzt nicht wünschen für nächstes Mal. Aber 217 Schlangen, geheimnisvolle Verstecke. Ja, gut. Kannst du dir dann also das nächste Mal wünschen? Ich würde mir dir dann vielleicht dann wünschen. Ja, dann wünsche ich mir die gleich für übernächstes Mal mit. Ja. Ja, genau. Jetzt geht's. Jetzt müssen wir die Stange abgeben. Jetzt haben wir keine Lust mehr dazu. Sie kann ja überhaupt nicht reden. Sie kann ja nichts ordentlich. Ne? Sie hat kein ordentliches Essverhalten und sie kann auch nicht. Sie ist nicht musikalisch. Ja, dann geben wir sie ab und kriegen aber dafür auch ein kleines Schildchen. Samantha Königspython, Python Regius, Geschenk von Peter Lustig, den natürlich jeder kennt. Und da sehen wir ja, wie groß eigentlich so ein Terrarium ist. Jetzt frage ich mich natürlich, weil da nur ein Schild dran hängt, das vielleicht einen Lerneffekt
kleinen Abzug ist, welche können denn zusammenleben? Wie viele und welche Arten darfst du denn überhaupt zusammenhalten? Weil das ist ja schon ein großes, in Anführungsstrichen, Gehege für eine Schlange. Kann ich nichts zu sagen, auch wenn ihr mir jetzt den Space gelassen habt, um reinzugrätschen. Leider. Ja, im Zweifel frage ich immer die Community draußen, um auch natürlich ein paar Kommentare zu erhaschen. Und der Herr ist auch wahnsinnig dankbar. Ich meine, die haben doch schon Schlangen ohne Ende. Warum ist der jetzt Peter Lustig so dankbar, dass Peter auch eine weitere Schlange hat? Naja, es ist ja jetzt nicht so wie in einem Tierheim, wo du sagst, ach, der x-te Hund heute schon wieder, sondern eine Schlange ist ja jetzt auch nicht so, dass du die auf der Straße einfängst und dahin bringst, ne? Okay. Ich glaube ja, dass die Schlange in Wirklichkeit tatsächlich aus diesem Tierpark ausgeliehen wurde für den Dreh. Ne? Sehr wahrscheinlich. Das wird bestimmt ihr eigentliches Gehege, also ihr eigentliches Terrarium sein, wo die sonst auch immer drin sitzt, denke ich. Gut möglich, vielleicht sogar als die wirklich Samantha. Und ich denke mal, dass vor Ort dann auch immer ein Experte da war, der dieses Tier dann zur Verfügung stellt und einweist. Kommen wir zur indischen Nacht. Wo findet die genau statt? Wieso findet die bei Peter auf dem Grundstück statt? Was ist da los? Stimmt. Da ist der meiste Platz. Und Paschulke sieht auch sehr, sehr schön aus als Fakir. Richtig, das muss man vielleicht nebenbei sagen. Peter will ja, sein Grundstückchen ist ja das Schlangenbeschwören und Paschulke hat sich ja auch so ein Nagelbrett da gemacht. Und da kamen ja auch schon so ein paar Anspielungen. Ja, hier, sie sägen an den Nerven und nicht am Brett oder irgendwas hatte Peter gesagt. Genau. Paschulke muss aufpassen, dass er sich da nicht sticht, sonst kriegt er eine Nagelbrettentzündung. Ja, genau, das wird aber da nicht erwähnt. Das hätte man noch erwähnt. Ja, genau. Schaut man auf diese Szene für dich, Julian, 27:30, dann sieht man, ach, da ist vielleicht bei den Nägeln schon mal was schief gegangen, denn sein rechter Fuß ist ein bisschen beschlagen. Da ist nämlich definitiv ein Verband dran. Das stimmt. Und das sieht so aus, als ob er den jetzt nicht zum Spaß dran hat. Das stimmt. Ach so, er meint, der wäre gar nicht nur für den Dreh so als Gag, da, dass er tatsächlich in die Nägel getreten ist. Naja, es war auf jeden Fall in der Szene klar, dass er barfuß sein muss und es sieht nicht so aus, als hätte er diese Verletzung jetzt extra dafür gemacht, dass es so aussieht, oh, ich habe mich bei den Nägeln verletzt, sondern dass er wirklich verletzt ist. Man weiß jetzt aber natürlich nicht, wobei. Ich habe gedacht, das ist bestimmt so, nur so als Gag. Ja, es kann natürlich sein. Aber naja, gut. Wir werden es nie erfahren. Aber ich finde, Paschulke hat hier definitiv die bessere Attraktion als Peter jetzt. Also das könnt ihr mir nicht erzählen. Aber nicht mehr, wenn er aufsteht und sich umdreht, dann nicht mehr. darf ich mal kurz reingrätschen? Peter kriegt ja vorher auch noch so einen kleinen Rüffel, weil er sagt, ja, jetzt haben sie sich so mit den Schlangen beschäftigt und sie wissen nicht, dass sie schlangentaub sind. Stimmt, das wird ja hier erklärt, dass Schlangen taub sind. Also ich glaube, jeder weiß, dass die irgendwie anhand der Bewegung nach der Flöte hochkommen, aber nicht wegen den Tönen. Das hat man mir zumindest als Kind dann irgendwie gelehrt. Aber das fehlt natürlich hier in der Folge, wird am Ende bei dem Experten erklärt. Und Paschulke weist ihn auch nochmal darauf hin, ja. Aber nicht jede Schlange kommt so hoch auf die Bewegungen reagieren, sondern diese richtigen Kobras, die Klapperschlangen, die machen das, glaube ich. Also die meisten Schlangenbeschwörer, wenn man das mal so sieht irgendwo, dann sind das ja Kobras, die Brillenschlangen. Habe ich auch noch nie gesehen. Wart ihr irgendwo auf irgendeinem Markt, wo sowas stattfindet? Nein. Ich hatte es schon mal gesehen und zwar im Urlaub in Thailand war das. Da war ich mal und da gab es sowas, eine Schlangenfarm. Ganz nach dem Motto. Wo ich im Nachhinein herausgefunden habe oder gehört habe, dass das wohl die übelsten Haltungsbedingungen sind. Ja, davon gehe ich aus. Wenn man das gewusst hätte, oder man war jung und naiv und was weiß ich, aber wenn ich das so gewusst hätte, hätte ich da wahrscheinlich gesagt, nee, lass mal da nicht hingehen. Ja, keine Sorge, in Thailand war das zwei Straßen weiter schon beim Street Food Festival mitverwertet am Ende, also dass die Schlange hat doppelte Attraktion gehabt. Jetzt sieht man diese Fäden halt das ist ja absichtlich, soll man halt wirklich sehen, diese Fäden. Das ist, für mich bleibt Paschulke hier der Sieger mit seiner Attraktion, trotz des Brettes, das an seinem Hintern klebt. Sieht schon lustig aus, haben sie gut gemacht, ja. Also für mich ist Peter der Sieger, weil so raffiniert mit den Fäden, wie er das sagt, mit diesen Umlenkrollen, was man da noch so sieht, finde ich, das ist viel einfallsreicher als so ein Brett mit Nägeln. Und dann noch so ein Frühstücksbrett am Hintern. Und der Schlangenexperte Ulrich Haas findet das auch ganz witzig. Der hat jetzt nicht die Haaskappe auf. Oh Gott.
Wobei, die hat er ja eigentlich immer auf. Naja, gut. Das war die Folge. Martin Meyer ist der Kameramann. Sabine Jörg, das ist alles gute, alte, bekannte. Wen? Margret Lenzen steht auch drin im Abspann. Wen würdest du gerne nochmal hier interviewt hören, Tommy? Karl-Heinz Käfer. Ja, wir von dem auch. Ist nämlich das Buch. Lebt er noch? Er lebt noch, aber es ist nicht ganz so einfach. Müssen wir einfach mal in einem Backstage drüber erzählen. Ja. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht bemüht hätten, sagen wir es so. Ich hätte vielleicht noch einen Wunsch, Julian, vielleicht auch zu 200. Wir wissen ja, Margret ist ausgestiegen. Das bedeutet, es gibt eine weitere leitende ZDF-Redaktion. Sollen wir mal nachforschen, wer das ist? Folge 200, Hashtag? Sehr gerne. Für Folge 190 hätten wir ja schon jemanden. Da haben wir schon vorgesorgt. Das ist schon alles gar kein Problem. Schon im Kasten, die Folge. Nee, ja, noch nicht ganz. Obwohl, wenn diese Folge rauskommt, ist es im Kasten, glaube ich. Aber zum Aufnahmezeitpunkt nicht über ungelegte Eier sprechen. Naja, das war die Folge. Schöne ausgesuchte Sache. Also eine schöne Folge, die man durchaus über eine Stunde besprechen kann. Das war schon ganz gut. Und aufgrund der sehenswert. Aufgrund der wilden Blätter, die ich im Hintergrund blättern höre, frage ich, was häufig keinen Sinn hat, aber hier vielleicht schon, haben wir noch Sonstiges? Ich habe also meine Notizblätter über die Folge sind durch. Okay. Und ich gucke gerade auf das, wo ich mir hier draufgeschrieben habe, dass das ja wieder ein Battle zwischen Peter und Paschulke war. Was schon ja ein bisschen, immer ja. gut ankommt. Ne? Schon ein bisschen. Das, ja, und bei der Kurzversion haben sie natürlich auch einen Handlungsabspann drüber gelegt. Einfach, da sieht man nicht diesen schönen, ausufernden schwarzen Abspann, sondern da geht der Abspann quasi über die letzte Szene rüber hinweg. Ja, gut, dann haben wir darin neue Kategorien. Nee, aber wir haben alte und die wollen wir abfeuern. Und? Da bin ich ja mal gespannt, was meine Tochter sagt, wenn die den Podcast hört. Die wollte sich das nämlich anhören, die ist 13. Aber die kennt hauptsächlich Fritz Fuchs. So. Ah, das ist aber auch echt sehr erfreulich zu hören. Dann fangen wir wie immer an mit Lerneffekt. Ja, schon 9. Ja, schon so 8. Ja, man hätte noch ein bisschen weiter gucken können, ne? Ja, wie gesagt, also der Verdauungsgang und natürlich die Haltung. Und was für Arten gibt es denn überhaupt? Das wird so ein bisschen die Ringelnatter. Also sogar so berühmte wie die Kobra fehlt ja sogar. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Tipps. Pass auf, daran erkennt ihr die ganz gefährlichen und genau, so. Genau, also es wird ja gesagt, die ist nicht giftig. Aber welche sind denn jetzt giftig? Also wo muss ich denn aufpassen letztendlich? Es hätte noch mal die Kobra, die Königskobra erwähnt werden können, weil das ist ja die Schlange, wenn man sagt eine Schlange, dann stellt man sich als erstes so diese Brillenschlange vor, aber da wird ja auch nichts von gesagt. Die ist aber zu sehen auf dem Bild mit dem Schlangenbeschwörer, was im Bauwagen hängt, da ist so eine Kobra drauf gewesen. Und seine Plastik-Gummi-Ding, da ist dann glaube ich auch eine Kobra, die er da aus dem Korb zaubert, aber ja, in der Tat, wenn ich an Schlangen denke, denke ich an die Wüste und dann so eine Kobra, die dann hier ihre Flügelchen da ausklappt und bedrohlich mich anzischt. Und vor allem, welche Region gibt es denn mit Schlangen? Wo muss ich denn aufpassen? Irgendwie fehlt das so ein bisschen. Ja, er hätte auch nochmal sagen können, keine Sorge, hier bei uns in Deutschland, da passiert nichts. Ja, und so hätte er noch sagen können. Ja, wie viele Punkte würdest du geben, Tommy? 9. 9, ja. Sehr gut. Ja, weil 10 nicht, weil ein paar Infos fehlen, ja, die eigentlich wichtig wären. Habt ihr ja jetzt auch schon aufgezählt, aber ich finde die sehr, doch sehr lehrreich, die Folge. Ja. Darum würde ich eine 9 geben. Hier ist auch sehr viel Learning by Doing dabei irgendwie. Also auch wenn jetzt kein Film kommt, man kriegt trotzdem irgendwie immer relativ viel mit, weil Peter ja wirklich eine echte Schlange da hat. Umstritten, aber dennoch existent. Realismus. Einzig unrealistisch finde ich eigentlich, dass die Schlange in Paschulkes Bett auftaucht. Und das haut bei mir aber ganz schön runter. Ich gehe auf eine 6. Oh, okay. Ich lasse mal Thomas jetzt. Nee, also eine 6 nicht. Also was ich unrealistisch finde, ist einmal die Schlange im Bett bei Paschulke. Und dann, das ist ja eigentlich bei jeder Folge so, dass dann plötzlich alles nur noch mit Schlangen zu tun hat. Das ist auch irgendwie... Ne? Aber ist ja Fiktion, hat man ja schon mal gehört. Also ich würde eine 8 geben, doch bei Realismus. Ich habe auch eine 8, in der Tat. Jetzt wird mal darauf geachtet, dass man Nächte zeigt und dass hier Wochen vergehen und dann ist irgendwie doch alles mehr oder minder zusammenhängt und naja, dass das Tier jetzt erst darüber geschaut wird, ach, muss es eigentlich essen? Ich weiß es nicht. Aber 8 ist ja ein guter Punkt, kommt bei weg. Die wechseln ja auch die Klamotten teilweise zwischendurch sogar. Ne? Das ist neu bei Löwenzahn, das haben wir nochmal. Dass man das positiv bewertet.
bewerten muss, das sagt viel über Löwenzahn aus. Ach, guck mal, das ist nochmal was Neues. Ich weiß aber auch nicht, der generelle Handlungsstrang, nehmen wir mal an, er hat die jetzt da ausgeliehen, darf man sich so eine Schlange einfach 4-5 Wochen ausleihen? Ist sowas möglich? Das ist alles unrealistisch. Nein, die wird wohl, ach so, ja, okay, aber in Wirklichkeit wird die wohl immer abends wieder mit in den Schlangenfarm gegangen sein. Ja, das ist schon klar, aber laut aber das weiß Peter wird da und wird uns was anderes erzählt. Du hast dir die Folge gewünscht, das heißt, du fängst an in der Unterhaltung. Es ist doch von vorne bis hinten interessant und auch diese ganzen Slapstick-Einlagen zwischendurch und hier das Brett am Hintern, das ist, ich finde, das ist doch lustig und unterhaltsam. Also für mich ist das ja keine 10, aber eine 9 auf jeden Fall. Würde ich sagen. Ich habe dem eine 8 gegeben. Thema ist natürlich böse für mich, aber in der Tat eine sehr schöne Folge, ja. Ich gebe auch eine 9. Ich würde sogar eine 10 geben, weil ich sie wirklich toll finde, aber dann gilt sie ja als Lieblingsfolge und dafür ist das dann doch irgendwie nicht so ganz mein Gebiet. Da fehlt der halbe Punkt, meinst du? Ja, genau. Also 9, okay. Finde ich aber schon. Ich könnte man jederzeit wieder angucken. Kann man auch 2-3 Mal gucken, wird nicht langweilig. Sogar die Einspielfilme sind gut. Es ist auch kein Comicstrip drin. In jeder Kategorie. Es ist auch kein Lied drin. Ja, genau. Es ist auch kein Lied drin. Aber auch keine Bildergeschichte. Ja, da gibt es aber ihr das Lied. Ihr seid ja immer so große Fans, mit was diese Lieder angeht. Ja, da gibt es nämlich das Lied Inge, die Ringelnatter. Natürlich gibt es eine Fritz-Fuchs-Folge, ich Idiot. Inge, die Ringelnatter. Das hätte ich dir aufs Butterbrot servieren müssen. Ja, das stimmt, das weiß ich doch, Mensch. Naja, gut. Das ist eine schöne Folge gewesen. Also vielen Dank, dass du uns die nochmal hier vorgeschlagen hast. Die fehlte uns tatsächlich noch. Ja, ich denke, dass man diese Folge auch, wenn jemand fragt, ja, was ist denn Löwenzahn, dann guck dir doch mal diese Folge an. Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles, ne? Das stimmt. Also, das ist, ich bin ja, ihr wisst ja jetzt, wie ich darauf gekommen bin, auf diese Folge, aber dass sie denn auch, dass es auch tatsächlich so eine gute Folge ist, wusste ich zuerst ja auch gar nicht. Aber macht uns natürlich immer Mut, da wissen wir, okay, offensichtlich gibt es noch ein paar gute Folgen, genau. Ja, es sind bestimmt noch welche zwischen. Erwähnen, dass es nach aktuellem Stand der Platz wechselt natürlich immer pro weitere Folge, aber es sind Punkte, die sich nicht ändern, sind 47 auf Platz 51 von 180 roundabout besprochenen Folgen. Da siehst du aber auch mal, wie viele gute Löwenzahn-Folgen es ist, wenn diese hier so schlecht eigentlich einsteigt. Das ist eine tolle Folge und die ist dann nicht in den Top 10 oder so, sondern irgendwo da ganz hinten. Wenn wir dann alle Folgen durch haben, dann können wir das ja nach Ranking angucken, aber du bestimmst dann, ob aufsteigen oder absteigen. Ich glaube, bei aufsteigen fragen wir nach 3-4 Folgen, oh Gott. Ja, ich werde mir irgendwann doch mal die Folge mit den Sonnenflecken wünschen. Ja. Vielleicht ist sie auch gar nicht so schlecht. Ich habe sie mir nicht angeguckt, nachdem du sie so dermaßen runtergemacht hast. Die ist auch richtig schlecht, du. Also wirklich. Aber ich werde sie dir immer auch mal wünschen. Was wir auf jeden Fall machen werden. Ja. Da möchte ich mal reingrätschen. Ich möchte noch mal reingrätschen. Ja. Noch ein letztes Mal eventuell. Gibt es denn eigentlich berühmte Fernsehschlangen? Oh nein, ich hätte wissen müssen, wenn ein Tier vorkommt, dass diese Frage... Das ist der letzte Punkt auf meinem Zettel hier. Berühmte Fernsehschlange. Dass Julian das nicht gefragt hat, wundert mich. Mir fällt eine ein aus der Sesamstraße, aber die ist nicht bekannt. Die kommt nur, es gibt nur ein Lied, wo so eine Schlange so S nachsingt. Die hat, glaube ich, im Original sogar einen Namen, Deutsch nicht. Schwierig, also weiß ich nicht. Mir ist eine eingefallen, die aber vielleicht nicht wirklich eine Schlange ist, sondern eher nur ein Punkt, aber aussieht wie eine Schlange. Oh, ich weiß, was kommt. Genau, Medi und Zini, oder wie hießen die? Der Medi gelbe Punkt, oder so. Der gelbe Punkt, ja. Wenn er so über den Bildschirm gehuscht ist, sah das auch ein bisschen aus wie so eine kleine Schlange. Und das ist das Einzige, was mir da eingefallen ist an Fernsehen. Naja, im weitesten Sinne Schlangen. Aber man weiß, was die Hörer. Da gibt es bestimmt welche. Hörer. Aber das ist jetzt nicht ein Prototyp, ein Beispiel einfällt, das ist ja jetzt... Lädt auch nicht so ein, dass man irgendwie so eine Cartoon-Schlange, was soll die groß erleben, ne? Also ja, dann müssen wir doch vielleicht mal kurz Google fragen, bevor wir uns komplett hier... Ja, nicht, dass uns eine wichtige... Okay, natürlich, hier kriegst du ein paar, aber nichts, nee. Nee, gut, irgendjemand wird irgendeinen Film namens Sahara auf jeden Fall, aber ansonsten... Sonst nehmen wir auch Würmer, so Ringelwürmer und so. Ich weiß eine. Ja. Ich glaube, oder war das ein Wurm? Bei Dune, der Wüstenplanet. Das leider ist ja nicht geguckt. Einen Film, aber da gibt es, glaube ich, das ist ein Sandwurm, glaube ich. Oh, ist, Julian, ich habe was. Oh mein Gott, beruhige dich. Das wäre böse gekommen. Na. Natürlich, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, die Schlange, Nagini.
Oh ja, ja das, natürlich. Der Basilisk. Der Basilisk in. Ja, das. Da, also gut, du hast jetzt nicht Harry Potter geschaut, aber die Tochter von Tommy, die hätte uns jetzt hier den Hals umgedreht, hätten wir das nicht gesagt. Ich frage sie mal, ob sie die Schlange gekannt hat. Aber ich bin jetzt nicht auf die Schlange gekommen, auf diese. Ich bin nur auf Medizini gekommen. Okay, gut, das lassen wir so stehen. Damit habe ich zumindest eine Berühmte genannt und bin hier nicht mehr. Habe jetzt keine Angst mehr vor den Kommentaren. Kommt uns nicht mit irgendwelchen Ringelwürmern oder so, das zählt nicht. Also und auch keine so Blindschleichen, das sind ja offensichtlich keine Schlangen. Das habt ihr doch gelernt, oder? Julian, jetzt ist ja einiges passiert in letzter Zeit. Ich würde dich doch mal um ein kleines Feedback bitten. ASMR Friendship, die Katharina, die auch jetzt bei uns in der Folge mal dabei war, die auch bald mal zur Besprechung kommen wird, die auch am Bauwagen da war und so weiter. Wir haben am Bauwagen jede Menge neue Gastbesprecher da geordert sozusagen, hat geschrieben, das Einblenden der Fotos bei Spotify ist wirklich ein großes Plus, denn ich höre die Folgen zu 90% bei Spotify und komme nur für die Kommentare oder Livestreams mal woanders hin. Und sie würde es sehr schön finden, wenn wir mal einen Tontechniker von Löwenzahn einladen würden. Ihre Erfahrung nach, wo auch immer diese Erfahrung herkommt, Katharina, sind Tontechniker die spannendsten Leute. Okay. Oder ist das eine Anspielung auf Peter Lustig, weil der auch Tontechniker war? Wahrscheinlich, weil er Toningenieur, genau genommen, das, was uns heutzutage fehlt. Nehmen wir sehr gerne, weil ich glaube, wir haben ja bei allen, bis auf Martin Meyer, jetzt bei allen Interviewgästen immer so Leute, die eigentlich gar nicht beim Dreh dabei waren. Ne? Wir haben immer nur so im Hintergrund und die ganze Orga, also das nehmen wir gerne noch mit. Genau. Shisha schreibt zur Beruhigung für dich, die Folge Der Schatz der Vergangenheit hat nichts mit Knochen zu tun, sondern mit Archäologie. Also in Bezug auf alte Römer und so weiter, nicht auf Knochen ausgraben. Das jetzt, ob mich das beruhigt, war in dieser Stinklerei. Risk hat geschrieben zur Folge 180, die ja hinterm Bauwagen stattfand. Schön, dass sehr viele Fans in Babelsberg mitgemacht haben, also bei unserem Podcast. Und ein Livestream mit den Löwenzahn Magazinen fände ich klasse. Ja, da habe ich nämlich vorhin CF schon gefragt, dass wir da ein Datum finden. Das ist nächste Woche Freitag am 23.08. machen wir das. Irgendwann ich habe das mal zugesagt, Uhr. Weil ich dachte, kann man noch schieben und da erstellt ihr direkt den Livestream. Okay, dann findet das wohl definitiv den statt. Den kann man aber trotzdem schieben. Nein, nein, das findet statt. 23.08. ist notiert. Genau. Der Till hat uns da aus jedem Löwenzahn-Jahrgang mit Peter Lustig ein Heft eingescannt und auch noch ein bisschen mehr an Informationen zusammengesucht. Und ja, ich habe da auch nicht durchgeguckt, also nur geguckt, ob das PDF funktioniert. Hm. Und wir werden dann mal schön richtig in den Heften schmökern, so wie wir das früher gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das als großen Mehrwert mich dazu gesellen kann, weil ich Hefte, ich habe auch keine Donald Duck Hefte, Yps Hefte, das ist auch alles nicht meine Kindheit gewesen. Also Hefte finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, stinklangweilig. Ja, wir mal gucken. Sonst notfalls. Aber du hast doch Bravo und sowas, hast du doch bestimmt gehabt, ne? Ich habe von allen möglichen, es gibt ja von allen Kindersendungen, gibt es ja auch so Hefte, die habe ich alle gehabt. Ja, okay, dann muss ich da wirklich so den Joker also, Julian ziehen, weil das sind eigentlich nicht meine. Ich habe gesehen, als Zusatz, gibt ja immer dann so ein Spielzeug dabei, ist auch eine Klaus-Dieter-Backform oder sowas. Also eigentlich hätte ich das schon gerne mal. Ja, da käme ich jetzt ins Spiel. Natürlich möglich, aber schwierig. Der Till hat übrigens dann noch geschrieben, dass er aus logistischen Gründen nicht zum Bauwagen kommen konnte, aber er hat sich sehr gefreut über diese Bestandsaufnahme, die Sascha mit uns gemacht hat, was am Bauwagen neu ist und was alt. Man kann im Prinzip sagen, alles, was man abnehmen kann, ist neu. Und was so ziemlich, ja, ich will nicht sagen hölzern, weil das ganze Ding ist ja hölzern, aber was so hölzern außen stand, hat es leider wettertechnisch nicht geschafft. Und ja, man konnte von unten auch nicht die Löcher sehen, ne? Nee, der Boden unten scheint ziemlich neu zu sein. Also das war ein komplett neues Holzkonstrukt. Und wo die Löcher waren, da ist jetzt so ein kleiner Läufer drüber gelegt. Also es gab gar keine Chance, irgendwie zu sehen, ob die jetzt noch existieren aus der Folge Peter erfindet einen Stuhl. Ja, Marco Dior hat geschrieben, tolle Folge, eigentlich höre ich ja nur, aber diesmal lohnt sich auch die Videospur. Das stimmt. Und Nicole, die Naturforscherin, die auch bald hier zu hören sein wird, ich nehme Siege sehr gerne als eine von deinen Urlaubsvertretungen. Außer du sagst, du möchtest auch auf jeden Fall mit Nicole zusammen, dann kann sie natürlich jederzeit wiederkommen. Sie schreibt, mega tolle Folge zu einem mega tollen Event, mega tolle Gastsprecher. Nein, das hat sie nicht gesagt. Es war ein unglaublich schöner Tag. Vielen Dank auch an euch und an Sascha. Ja, da danken wir Sascha natürlich auch. Vielen Dank zurück. Vor Sascha kann man nicht oft genug auf die Knie fallen. Es hat uns auch überrascht, weil wir wussten natürlich auch nicht, als Löwenzahn-Fan-Podcast, wie kommen wir mit dem Fanclub klar? Mögen wir die? Mag der uns? Ist das, passt das gut? Und ich war auch in den ersten Wochen mir sehr unsicher. Und als wir Sascha mal kennengelernt haben, haben wir festgestellt, doch, ganz lieber Kerl.
Bei allem Respekt und meiner absoluten Liebe zu Remote-Arbeit muss ich sagen, hier hat sich ein Vor-Ort-Termin am Ende doch sehr gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist generell, wenn man Leute erstmal näher kennenlernt, dann Naja gut, okay. Du darfst dir eine Folge aussuchen für nächstes Mal. Denn ich habe mir ja zuletzt was ausgesucht, das ist ein bisschen her. Ich habe mir den fliegenden Bauwagen, der gar nicht geflogen ist, ausgesucht. Ja, ist doch kein Problem. Ich muss mich ja auch an aktuelle Gegebenheiten anpassen. Und da wir es in Peter Lustigs Zeit wohl definitiv nicht sehen werden, ist es die 248. Pferde, der rettende Sprung. Ach toll, eine Pferdefolge. Na da, ja, du. Die gucken wir, was Tommy? Ja, das werde ich wohl mal reingucken müssen. Durch die Blume die Frage beantwortet. Vielen Dank. Und dann kommt die Geocache-Folge. Ach, muss. Moment, hatten wir die jetzt schon? Nee. Nee, ich habe immer noch Angst davor. Ich war ja der, der damals euch darauf, der darüber geschrieben hatte mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich hatte da mal zwei, dreimal hatten wir da irgendwie hin und her. Die wurde auch dermaßen penetrant auf der ZDF-Mediathek-Seite beworben. Die war so lange auf der Startseite, wenn sie es sogar nicht immer noch ist. Ich habe die auch schon längst gesehen seit Jahren. Ich habe Angst davor. Ich komme nicht gut weg bei der Folge, sagen wir es mal so. Also ganz geguckt habe ich die auch nicht, weil es ist ja nicht Peter Lustig. Und deshalb, ich bin immer ach so, noch nicht so ganz. Ach, das sind mir die Liebsten. Wir uns das vor die Füße werfen. Aber ich würde mir die ja dann angucken. Tatsächlich bei Fritz Fuchs. Und wenn ihr jetzt nicht allzu sehr von meinen Eingrätschungen und von meinem Gelaber enttäuscht seid, würde ich mich auch nochmal anbieten, die dann mit zu besprechen. Das klingt, als ob du Geocaching auch betreibst. Ja, so ab und zu mal. Eigentlich bin ich, wie gesagt, der Musiker als Hobby und mit meinem Gartenzeug dran, aber ab und an mache ich das auch mal. Ja. Er hat sicherlich irgendwie am Fräsenhof hat er so einen Schatz hinterlegt. Da muss ich dann tatsächlich mal hinfahren. Genau. In der Folge gibt er uns so durch die Blume Koordinaten, dass wir dann das dann suchen können. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. War sehr schön. Auch gute Folge mitgebracht, auf jeden Fall. Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht und so nach 3 Minuten Sendezeit war auch die Nervosität ein bisschen weg. Eignet sich super. Ich stehe ja auch gut gerne auf der Bühne und so. Und, aber wie gesagt, beim Podcast war ja das so der erste Auftritt sozusagen. Und ja, das ist immer der unangenehme Moment, wo man dann auch merkt, ach so, das ist jetzt geht's schon wirklich los. Oh Gott, ich habe doch noch gar keine Hose an. Aber dann ist man so im Flow drin. Ne? Ja. Man kann ja auch ohne Hose einen Podcast aufnehmen. Das ist das Schöne. Auch wenn viele auf Videopodcasts schwören, dann, Julian, musst du dir tatsächlich ganz viele Gastsprecher suchen. Ja, finde ich, ist für dieses Format auch nicht notwendig. Warst du denn heute im Laufe des Tages öfter mit den Gedanken dabei, dass wir heute Abend noch Podcast machen oder konntest du das gut ab? Ich war da gestern Abend dabei, weil meine Lebensgefährtin, die macht immer Nachtschicht und als sie dann los ist, habe ich gedacht, jetzt musst du dir aber nochmal die Notizen angucken, die du vor einem halben Jahr gemacht hast, weil als ich das vorschlug mit dem Podcast mitzumachen, das war vor einem halben Jahr ungefähr und da habe ich mir die Folge schon angeguckt und alles aufgeschrieben und das bin ich dann gestern nochmal hier durchgegangen und dann habe ich natürlich heute den Tag über auch mal gedacht, na, hoffentlich klappt das auch mit der Technik hier. Aber da muss man aber sagen, wir lassen die Leute nicht so lange zappeln. Also der Termin hat auch von deiner Seite aus ein bisschen gedauert. Ja, ne? So war das. Das war einmal ein Problem, da war nämlich der Hund weggelaufen von meiner Tochter. Und da waren wir alle im Suchfieber und was weiß ich. Und der Hund ist aber lebend und gesund wieder aufgetaucht, um das mal vorwegzunehmen. Genau, also, und da habe ich jetzt nicht gesagt, ach, der wird sich schon wieder anfinden, wir machen bitte heute Podcast. Machen wir doch eine Hundefolge, komm jetzt hier. Also. Das hätte dein Hund auch so gewollt, habe ich da geschrieben. Ja. Genau, der Hund hätte das so gewollt. Ja. Sie bringt das ja nichts, wenn das Herrchen jetzt auch noch traurig ist. Ne? Ach du meine Güte. Julian, ich würde mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Ich distanziere mich von den letzten 2 Minuten dieses Podcasts und wünsche eine schöne Woche. Ja, denn CF mag keine Hunde, deswegen muss er sich immer distanzieren. Das ist jetzt also ich schreie noch aus der Ferne, was eine Lüge ist. CF würde doch aus dem Grab widersprechen, wenn er könnte, wenn ich hier Bullshit rede im Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann hören wir uns beim Geocaching wieder. So lang. Und so dick in meinem Bett.